Dark Souls. Dark Souls. Hallo, lieber Chat. Es war Bravestar, glaube ich. Das also war auf jeden Fall nicht Dark Souls, nee. Dark Souls. Okay, ich suche hier mal. Puma. Einen Moment, ich bin hier immer noch. So. Jetzt. Du musst erstmal deinen Online-Dienst aktivieren. Alter, ist das nervig. Das ist aber. Na, endlich. Das ist ja typisch Bandai Namco. Ich glaube, bevor du überhaupt ein Spiel anfangen darfst, darfst du erstmal 8 Zettel zusammen fertig machen. Soll ich dir einen Tipp fürs Leben mitgeben? Wenn du was zum Naschen haben möchtest, pack dir keinen Eiskonfekt in die Hosentasche. Ah, hast du mir von vorhin hier dieses Ich hasse Eiskonfekt. Eiskonfekt ist so, das ist ja eigentlich nur Fett, was irgendwie so scharf schmeckt oder so, glaube ich, mit Schokolade nochmal drumherum. Ich wollte für nachher was, wir haben ja vorhin was aufgenommen. Wollte ich was mitnehmen? Okay, es gibt sonst nichts, packe ich mir auf die Tasche. Ich habe vergessen, dass da drin ist. Na? Und dann habe ich nach einer Stunde in meine Jackentasche, in meine Hosentasche gepackt. Ey. Und es sieht aus, als ob ich mir da reingekackert habe. Schön Hosencode. Weil nichts schmilzt schneller als verdammtes, ja, guter Taschencode. Ja, es ist, ich habe tatsächlich hier so eine so, zuckerlose, magst du sowas? Zuckerlose Schokolade? Achso. Das ist nämlich wahrscheinlich genau die Konsistenz. Muss ich dann, ja, das muss man eigentlich mal probieren. Muss ich dann hier kackern, aber hier auf den. Ja, wahrscheinlich ist das, naja, ich würde es jetzt auch nicht, aber. Steht, kann das abführend werden? Ohne Zuckerzusatz, ja. Immer wenn kein Zucker drin ist. Guck mal, aber no sugar added bedeutet, da ist Zucker drin, aber keiner zusätzlich. Ja, genau, immerhin. Na? Da, so esse ich dann Schokolade, weil ich denke, also hier, immerhin. Kohlenhydrate auf 100, von 100 Gramm 47 und davon 12 Gramm Zucker. Ja, aber 35 Gramm mehrwertiger Alkohol, das heißt, da wirst du schon ordentlich kackern. Also da pfeift dir der Darm irgendwann. Da pfeift der Darm. Gib dir ein Stück, müssen wir mal probieren. Na, ich wollte jetzt nicht. Achso, dann. Nein, ich meine, ich wollte dich jetzt. Willst du? Ja, komm, okay. Jetzt, wenn wir schon hier Tasting hier haben. Okay, ein kleines Tasting, kurz vor. Ja, Zucker-Tasting. Die erinnern mich nämlich immer, deswegen habe ich die gerade gebracht, die erinnern mich genau an das, an dieses komische Konfekt, weil da wirklich auch nichts drin ist, außer Fett und wo irgendwie. Wo du schon merkst, das gute Zyklamat. Wann immer kein Zucker drin ist, ist Fett drin. Das auch. Ja. Oh, bitteschön, nimm dir einen schönen Hosenstück. Ja, das gute Palmöl eben, ne? Ja, leider, oder? Palmöl, nee. Dafür Butterreifett, Haselnussmark. Was ist denn Maltit? Ach, wieder so ein Süßungsmittel. Ne? Maltitsirup, das ist das Zuckersatzmittel, glaube ich. Also das macht dir die Hose wund. Ne? Maltit. Das sagen sie einem nie, aber wenn man viel Süßstoff konsumiert, hat man einen schlechten. Ja, es gibt diese legendäre Amazon-Bewertung von dem Typen, der die zuckerfreien Gummibären gegessen hat, den 5-Kilo-Pack. Oder einfach, also das hat ihm den Darm geleert ohne Ende. Entschuldigung, ich weiß, ihr wollt wahrscheinlich gerade Dark Souls gucken, ne? Stattdessen kommt Darm Souls. Ja, irgendwie schon, ne? Jetzt weiß ich nicht, wie ist das denn? Guckt man sich nochmal Intro und alles an? Nee, ich meinte, schmeckt lecker, ne? Aber ist halt echt nicht so gut. Aber guckt man sich dann nochmal Intro an oder wie ist das jetzt? Wie ist dann? Sagt ihr mal was, Chat. No? Ihr kennt das doch alles schon. Ich habe das ja auch schon gesehen. Ja, wenn man ein neues Spiel anfängt. Discover the truth. The old words. Fire fades. Also ich glaube, ich drück das mal weg. Also ich kenne den Anfang ja schon. Ich habe das Spiel schon mindestens zweimal angefangen, aber nur 4 Stunden ungefähr gespielt. Okay, hast du so einen Standardnamen, den du nimmst, oder wird das von deiner Community bestimmt? Das ist eine gute. Ich habe keine Ahnung. Der Nils hat mir ja unseren Koop-Namen geklaut aus unserem Doppel, so nennt er seinen jetzt halt auch, Willbald. Aber ist okay, ich suche mir einen neuen. Ich soll den Chat. Ja, wir machen ja gleich, wir machen das gleich alles schön. Keine Sorge, der Chat geht raus. Und Willbalder? Unser Bild. Nee, wir müssen irgendwas eigenes. Oh ja, es muss kleiner sein. Ja, ach komm, vielleicht nenne ich ihn einfach nur Mon. Was soll ich denn jetzt hier so lange überlegen? Ich finde das immer Mon. Peinlich, da jetzt so lange rumzueiern. Aber dafür muss sein Gesicht schön schräg aussehen. Wie oft kannst du den Randomizer reinhauen, bevor das Gesicht schön schräg wird? Da gab's doch was, ne? Jetzt muss ich erstmal gucken. Was ist eine gute Startklasse? Leute, weil es gab ja immer so bei Dark Souls 1 zum Beispiel, dass du da gleich einen Schlüssel oder so mit bei hast. Gibt's hier sowas auch bei 3? Chem-Direktor für den Seelencounter. Machen wir alles gleich. Wir haben ja noch nicht mal das Spiel angefangen. Wir finden gleich noch raus, wenn du selbst weiterspielst, wirst du ja auch noch mal ein bisschen mehr. Genau, ja, ich bin ohnehin gleich, wir haben ja auch den Green, aber jetzt den Green reinzuhauen, das wäre voll unangenehm, wir sitzen hier voll gekrampft.
So, welche Klasse? Jetzt muss ich gerade echt mal gucken, weil da habe ich mich auch schon direkt ist manchmal so verskillt. Also ich spiele immer natürlich immer noch ganz gerne Nahkämpfer so oder so, Magie sehr selten. Na, hast du dich da irgendwann mal außer eurem Demon's Souls ran an Magie rangewagt? Kann ich gleich kurz erzählen, aber vorher noch an Colonel Hogan eine Frage beantwortet, der ist nämlich einer der Moderatoren. Wie ist das mit Backseat Gaming? Haut raus! Backseat Gaming, haut raus. Kein Problem, ich habe ja das meiste auch schon mal gehört oder so, ne? Aber ich weiß eh nicht, welchen Ring ich jetzt kombinieren muss, mit welcher Rüstung, damit ich... Ich kenne die Level ja nicht. Also ja, haut ruhig raus. Wenn jemand da jetzt schreibt, mach einen Backstep, danke. Ja, ich habe so jetzt endlich mal angefangen, auch zu blocken und zu parieren. Also zu parieren meine ich richtig. Im Spiel meinst du? Ich dachte, du blockst zu Backseat-Gamer. Nein, blam, blam, alles raus. Bin der Beste im Blocken. Jetzt muss ich kurz überlegen. Krieger, Söldner, Herold, Dieb, Assassiner. Ich würde ja gerne Zauberer nehmen, weil ich immer gerne so ein extra Feature noch habe, ne, neben den Waffen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, macht mir nur Probleme, oder? Ja, Pyromant vielleicht. Bevorzugen, also das ist natürlich für so ein Spiel anders. Ich spiele eigentlich bei Rollenspielen immer ganz gerne sowas wie ein Paladin. Also einfach damit du Kampf plus Magie. Ja, so aber wie gut ist die Magie wirklich? Wir hatten ja haben Nils und ich ja das erste gespielt, Demon's Souls. Und da haben wir uns ja verskillt und kamen wirklich am Ende nicht durch. Ihr habt euch da verskillt, weil eben seit gefühlt Jahrzehnten Magie ist so gut, um das Spiel zu exploiten. Aber da muss man das Spiel auch in- und auswendig kennen, um die Magie vernünftig aufzuwerten. Genau. Ich will jetzt nicht das Spiel exploiten, aber ich will schon auch keinen Quatsch nehmen. Ich will jetzt nichts nehmen, wo dann eigentlich es keinen richtigen guten Zauberer gibt, also Zauber. Verließ die Akademie, um weitere Forschung zu betreiben, kam mit großer Intelligenz Seelenzauber. Pyromant macht... Pyromant ist cool, du baust aber auch diese Handschuhe für Pyromant. Feuer. Ne? Magie oder Pyromantie wäre mal was anderes. Also Pyromant habe ich bei zweimal ein bisschen gespielt. Oder zumindest in die Richtung geskillt. Du hast einerseits deine Feuerzauber, aber auch eben diese Handschuhe, womit du dann hauen kannst, ne? Ja, das ist nicht schlecht, aber sowas finde ich auch, glaube ich, ist mir zu nah, der Nahkampf. Aber jetzt zum Beispiel so Kleriker. Morgensternenhand. Würde ich jetzt auch nicht nehmen, weil ich nicht weiß, was Wunder sind, also wie die funktionieren, ob die gut sind oder ob das eine Sache ist, die man nicht mehr braucht. Ganz viele Leute sagen tatsächlich Zauberer. Ich meine, ernsthaft, dann nehme ich mal Zauberer, weil ich glaube, wenige nehmen den Zauberer. Und kannst bei der nächsten Session genauso gut nochmal anfangen. Geht ja. Ja, das stimmt schon. Irgendwie wird das so. So, was wäre jetzt... Okay, keine Speedrun-Strats. Ich weiß, bei anderen Souls-Games holt gleich die Feuerbomben, dann könnt ihr den ersten Gegner gleich besiegen. Das sind kein Speedrun hier. Ja, nee, genau, man muss da würde ich mir noch keine Feuerbomben holen. Gibt's einen Schlüssel, gibt's einen guten Ring? Sowas hier zum Beispiel, der das Ring hier, des Lebens, aber Ring des Lebens klingt ganz gut, erhöht die maximalen TP. Also, das ist halt nichts, was man nach zwei Stunden noch an der Hand trägt, aber ja, kann man auf jeden Fall machen. So, für den Anfang ist es random, ich will auf jeden Fall random aussehen. Wo ist denn Zufall? Gerade mal gucken, nee, das ist ein Ranzoom, nee, ist nicht das, was ich meine. Ups, Moment. Hä, warum ist das denn alles so kompliziert? Ich will doch einfach nur das Gesicht ändern. Gesichtsdetail. Proportion. Ich kann scheinbar nicht randomisieren. Kann das sein? Das geht doch eigentlich. Naja. Also ich dachte, das wäre immer so Standard bei allen Souls, dass du da den Randomizer anhaust. Ich bin aber auch jetzt auch nicht so der Fan davon, da so mega viel Zeit zu investieren. Sichtbares Alter, sollen das Jahre sein? Oder? Keine Ahnung, was sind das, ne? Minuten? Also es geht 100 ist in der Mitte. Ja, vor allem, wie soll ich wissen, wie jemand mit 160 aussieht? Naja. Mach mal einen ganz alten, aber spindeldürr. Ich mach erstmal so. Nee, ich mach mal. Man sieht doch kaum was von denen. Ja. Ne? Die haben doch immer Kram an. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nö, komm. Erstmal Figur. Körperbehaarung voll. Voll Muskeln? Aber er ist doch ein Zauberer. Keine Muskeln, aber volle Körperbehaarung. Okay, keine Muskeln, volle Körperbehaarung. Ja, das ist die Magie bei den Frauen. Das ist gut, ja. Das ist gut, die Tinder-Magic. Ja. Riesenkopf. Riesenkopf. Ganz gerne kleine so Brust, riesiger Bauch. Und nur ein Bein groß, bitte. Okay. Oh, man kann auch so. So, Brust war ganz klein. Ganz klein. Oh, siehst du, da gehen die anderen aber auch mit runter. Schade, kann man nur... mach ruhig klein, mach den Bauch dafür groß. Okay. Jawohl. Und dann das wieder runter. Aha, shit. Aber ja, was... Okay. So eine Mitte finden. Ja. Also ein bisschen gut ist schon. Die Arme sehr kurz. Deadbot Souls. Nee, sehr dünn. Und die Beine auch so kleine Stelzen, so laufende Stelzen. Ja, genau. Aber jetzt kriegen wir den Bauch halt nicht mehr voll.
Es ist schon traurig. Ja, aber siehst du, das ist eigentlich ist genau so ein Character Creator gut für Ernährungswissenschaftler, die dir zeigen kann, die Korrelation. Wenn der Bauch viel wird, dann kriegst du auch dicke Stelzen. Ja, ich muss sagen, irgendwie ist das schon was. Großer Kopf, ja, große Hüfte. Ja, das finde ich super. Ne? Der kann seinen eigenen Kopf gerade so aus der Hüfte gebären. Deshalb passen einem nie Jeans von der Stange. Deshalb. Genau. Das ist Gottes Charakter-Editor. So ist es halt einfach. Okay, jetzt schon mag ich es. Die Hautfarbe kann man eigentlich so lassen, so ein bisschen ist okay. Gesichtsdetail, das ist so viel. Ganz alt, meinst du? Ja, mach ihn mal ganz alt. Jetzt ist er gelb. Ich will nicht, dass er gelb wird. Na gut, dann mach ihn jung, aber mach die Gestaltgewichtung, okay. Auf. Oh ja, oh. Oh yes. Ja, okay. Oh yes. Tut mir leid, da kann ich jetzt aber auch nicht anders. Yes. Das muss es sein, das ist der Nasenmann. Das muss es sein. Gesicht, okay, für mich niemals. Alter, warum wird da blau? Warum wird so blau? Und männlich wird... Hä? Sehr männlich, aber dafür... Also das... Warum wird da blau, wenn ich ein Feminin mache? Das sieht ein bisschen aus wie... Bedeutet Feminin hier die Hexe aus Schneewittchen? Ja, auch... Okay, wir lassen... Okay, das ist okay. Besser geht's nicht, würde ich jetzt sagen. Aber schon nicht schlecht. Gesichtsform. Ist ja großartig. Bärte. Oh, es ist viel zu viel. Nee, ich will sein fliehendes Kinn, soll man schon... Oh, das sieht aber ein bisschen so aus, get off my lawn. Ja, aber so wie jemand, der dir irgendwie dein Bier eingeschenkt hat. Das ist einer, der sich darüber beschwert, dass in den Südstaaten die ganzen Statuen umgekippt werden. Oh, so sieht er aus. Der ist aber auch, generell der Oliba ist immer... Oh, ja. Oliba, wenn dann nur ein Oliba. Ja, ich kann mich... Wobei, das ist auch nicht... Oh, das ist gut, das macht das Kind auch so ein bisschen genau, das macht es, er versucht damit sein Kind zu verstecken. Finde ich gut, genau deshalb auch. Er versucht das Kind zu verstecken, aber es klappt nicht. Man sieht es trotzdem. Pupillen. Entschuldigung, ich bin immer noch fertig von dem. Okay, Moment. Ich will hier die, Moment, Lidschatten. Augenhöhenhelligkeit. Ich suche was, wo ich die Augen selbst manipulieren nicht kann. Nicht bei Kosmetik, sondern bei Pupillen wahrscheinlich. Oder Proportionen? Nee, doch. Gesichtsform. Augen. Okay, ganz weit auseinander. Augenabstand. Augenneigung. Moment, die Backstory ist, er hat sich mit verbotener Magie angelegt. Ja. Er hat das wie bei Palpatine. Er hat einfach zu viel, es ist durch ihn durchgeflossen, hat ihn für immer verändert. Seine Eltern haben gesagt, beim Straßenüberqueren links und rechts rucken, aber er hat es gleichzeitig gemacht. Entschuldigung, ich muss gerade lachen, weil... Es ist so irgendwie alles dabei. Es ist beides, finde ich, gut. Das ist aber zu nett. Das ist schon so eher verzweifelnd. Ja, so ist ein bisschen traurig, oder? Ja, machen wir das. Augengröße. Machen wir ganz klein. Oh Gott, ganz klein. Das ist ja großartig. Das ist echt super. So, ich mache ein bisschen so, dass man es ein bisschen traurig muss sein. Okay, ja. Augenposition ist jetzt... Das gibt auch nochmal oft einiges. Aber nee, hier macht nur minimal was. Sie verschwinden halt immer mehr. Ja. Er sieht, aber seine Perspektive ist quasi einfach nur so halb. Gucken Sie mal so, wenn der Arzt sagt, gucken Sie mal nach oben. Das tue ich doch. Ja, so ein bisschen runter ist gut, der traurige Blick. Okay, ja? Super, okay. Alter, er ist der hübscheste. Okay, machen wir die Frise. Oder bist du, ich glaube, der Rest ist schon gut, ich würde ihm nur gern noch gucken, ob man vielleicht noch ihm die Nase oder noch irgendwie, ich weiß nicht genau. Gibt es Okay, jawohl. Jetzt immer mehr wie so ein Frettchen oder wie irgendein Nagetier. Nasenrückenlänge, die ist nur auf kurz. Oh, das wollen wir nicht. Weil, kurz mal gucken, da geht noch mehr. Riesigen Zinken. Ja. Zink und Kohlebatterien. Ich wünschte, ich hätte es nie entdeckt. Okay. Wir müssen aufhören. Wir müssen aufhören, Gregor. Hält dein Rechner das aus? Ja, ich denke auch, haben wir genug Polygone für diese Nase? Du wirst nur so eine Rüstung sehen. Ruckelt das Spiel dann? Eine Rüstung, wo hier so ein Zinken raushaut. Wenn er die Klappe runter macht vom Visier, geht die nicht runter, weil die Nase dazwischen klemmt. Das ist wie die Einsteiger, wo sie in Filme springen, nur hier sind sie offensichtlich in ein Spiel gesprungen. Ja. Okay, ich will das so lassen. Ich will's offen gesagt... Willst du ihn Mike Krüger nennen? Genau. Das, Mike, das ist Mikey. Oh, das ist Mike Krieger. Oh Mann, du bist so gut, Gregor. Du solltest diesen Stream. Mike Krieger. Vielleicht kann ich damit Mike Krüger endlich mal überzeugen, mit mir die Einsteiger zu watchen. Ja, ey, das wäre toll. Ja, er hat sich nicht gemeldet. Er ist in Rente. Ich meine, kann ich jemand, es kann ja nicht nur Kaya Jana sein, ne? der online ist und streamt. Wir brauchen auch die ganzen Alten. Das ist was macht Kalle Pohl? Lebt er noch? So, warte mal, kann ich hier noch? Nee, ich kann nichts mehr. Klamotten, ich als Favorit. Haare würde ich auch gleich nochmal speichern als Favorit. Aber ja, die Haare würde ich nochmal gucken, ob man da anpassen kann.
Aber wir sehen es ja eh nicht durch die Kostüme. Aber wo ist das? Figur, Ausgangshautfarbe, Hautfarbe, Gesichtsdetail? Haare. Ah, Haarwerte. Ja, okay. Frisur. Okay, stimmt. Drehen wir nach vorne. Frisur. Oh, das ist gut. Schon auf jeden Fall. Ich glaube, mit dem war ich mal im Leistungskurs. Ey. Ich finde ihn sehr, ich finde, er hat was. Also er hat ich, auf jeden Fall. Ich würde mit ihm auf jeden ist Fall das nicht, ist, Gespräch das, ist das nicht der Typ für den Trailer, den du mir gerade gezeigt hast, mit dem Bayern-Spiel da? Ja. Nein, nicht das Bayern-Spiel, aber du weißt schon, der. Ach, wie heißt ich? Herr Dr. Ritter. Ja, Ritter, ne? Wie hier? Michael Ritter oder so. Okay, wir gucken mal. Wir merken uns mal den hier. Der hat schon was. Der hat was, ja. Das? Er ist wunderschön. Das ist auch sehr gut. Oh, das ist auch toll. Ja, ich glaube, das könnte ja schon werden. Haben wir eine Halbglatze? Eigentlich fehlt wirklich eine Halbglatze. Die ist bestimmt hier. Unten. Oh ja. Es tut mir echt ein bisschen leid für alle, die jetzt so aussehen. Aber es ist tatsächlich irgendwie lustig. So, okay, es reicht mir. Noch speichern. Alter, ich kann nicht mehr. Der Zinken, das Spiel hat nicht mehr angefangen, ey. Mike Krieger. Wir hätten es eh doch mal von vorne anfangen müssen, weil der Magier scheiße ist. Nein, Magier ist schon okay. Ich glaube, das ist jetzt nur jemand, der so aussieht, der lernt Magie. Wie der Chat sagt, that's me in the corner. So, du hast den Kopfhörer schon. Sehr gut. Ja, es bimmelt. Bimmel, bammel, bummel. Aber ich mochte Dark Souls 3 immer ganz gerne. So ein bisschen Return to Form nach dem zweiten. Weil ich den zweiten auch ganz gern gespielt habe, aber das war mein erster. Hörst du nicht gut? Na, das Ding ist, ich habe leider den falschen Kopfhörer. Es gibt den hier. Nein, es gibt den nochmal mit einem Augmented Mode. Da höre ich dich dann quasi, weil die sind okay. So gut abgedichtet, dass ich dich nicht so gut höre. Kaum. Aber so höre ich dich. Okay. Hörst du mich denn? Ich höre dich, ja. Ja, weil das ist nämlich wieder jetzt gut. Andere, die haben ja diese durchlässigen. Die Löcher jetzt noch. Eigentlich mag ich das ja, wenn die so abgeschirmt sind, aber dann, wie gesagt, man kann sich kaum unterhalten. Wenn die zu groß sind, die drücken mir auch wirklich immer ein bisschen zu sehr auf die Ohren, habe ich das Gefühl. Okay, so. Dann fangen wir mal an, ne? Du hast den dritten auch schon durch? Ich habe ihn durchgespielt, ja. Da kannst du ja richtig Launch. Schön jetzt hier ein bisschen Exit-Gamen. Also es war zum Launch, habe ich den durchgespielt, ne? Aber ich habe auch auf PC gespielt, weil es die günstigste Version damals war. Schön vorbestellt für 30 Euro, glaube ich. Ich weiß noch, wie gesagt, dadurch, dass ich das vor Ewigkeiten schon mal ein bisschen gespielt habe, dass ich mich ständig verlaufen habe und irgendwann keine Auswege mehr fand und immer wieder hier anfing. Also ich bin quasi immer hier gelandet, weil ich dachte, da gehe ich mal da runter und dann landete ich hier und dachte, nein, das war der Anfang. Und ich weiß noch, wie oft ich mich verlaufen habe. Ja, die Hubwelt, also da kannst du dich ja, ich glaube, wenn ich mich richtig entsinnere, irgendwann mal beamen. Von da aus. Ja, von den, jetzt werde ich gleich mal den Eskus gesoffen. Eskus. So. Ist das denn eigentlich jetzt... Das ist nur... Ist das pariert? Das ist der Parry, ja. Den werde ich mal üben. Den werde ich jetzt mal mehr üben. Einen erstmal weg. Okay, Parry. Okay, wohin ist jetzt noch einer? Ja, jetzt muss ich... Ich kann... Man darf natürlich mit denen nicht rumspielen. Das ist mir auch klar. Aber ich will, man muss da. Ja mal lernen. Ne? Nee, das hat nicht geklappt. Ich glaube, ich mache da irgendwas grundlegend falsch. Gucken wir mal. Weil es dann immer so schwer bei den Souls-Sachen. Also jeder Schild und jeder Gegner pariert anders natürlich. Welche Frames müssen auf welche Gegneranimation treffen? Mein Spiel wird etwas leiser, sehr gerne. Okay. Ihr könnt mir gerne mal erzählen. Nee, den kann ich hier nicht berichten. So, kurz für alle, die es wissen wollen, ich habe natürlich Demon's Souls durchgespielt, Dark Souls 1, Sekiro, Bloodborne, Nioh, also alle Souls-Games. Ja, ich hab alle außer Sekiro durchgespielt, das habe ich irgendwann liegen gelassen. Doch, Sekiro macht schon Bock, aber man muss da wirklich dranbleiben. Es ist ein cooles Spiel, aber ich mag einfach die Rollenspielart besser als die Action-Adventure-Art. Ich möchte gerne auch auf unterschiedliche Sachen mal skillen und ausprobieren können. Und außer du hast den Rhythmus für den Gegner nicht drauf, also bist du am Arsch. Da musst du bei Sekiro auf diese eine Schiene dann fahren und das mochte ich nicht das so sehr. Das ist schon wahr, ja. Ja, am besten hat mir eigentlich immer noch Bloodborne gefallen, wobei ich auch... Also ich habe auch schon mit Demon's Souls mega Bock gehabt, trotz der ganzen Bugs und so Fehler, Demon's die wir da Souls fand hatten. Ich angenehm, unabhängig von dem Remake, aber es fühlte sich noch so
nicht abgeschliffen an, will ich mal sagen. Da merkt man daran einfach, weil es das erste war und Sachen noch ausprobieren. Und das hat die schönen Ecken und Kanten noch. Genau das mochte ich, dass das so ein bisschen rubbelig war, noch so ein bisschen unfertig. Und man kann irgendwie verstehen, dass sie danach, okay, wir fangen nochmal ganz neu an mit Dark Souls, dass sie die Reihe einfach nochmal neu begründet haben. Das Beste ist, dass, ja, meines Erachtens ist das erste Souls immer noch, also so von der Mischung vom Level-Design und so weiter. Also meinst du jetzt Demon's Souls? Der ist der Dark Souls. Dark Souls, ja. Ja. Persönliche Abfolge, ich würde sagen Dark 1, Demons, Bloodborne, Dark 3, Dark 2 wahrscheinlich. Obwohl ich 2 nicht super schlecht finde, aber es war auch das erste, was ich durchgespielt habe damals. Du merkst, okay, dass halt die Hitboxen für den Arsch sind. Sag mal, das ist der falsche Move, oder? Guck mal, irgendwie, das ist doch kein richtiger Parry-Move gerade. Verlierst du da gerade auch Energie? Weil, ja stimmt, seine Animation reagiert gar nicht darauf, ne? Oh nein, ich wurde aus der Existenz gesessen. Ja, ich bin immer am längeren Hebel. Also ich glaube, dass dieser Move ist irgendwie falsch. Ich mache den sonst, oder ich mache ihn vom Timing her falsch. Nee, ist richtig. Krass, dann muss ich das mal lernen. Das ist so eine langsame Bewegung. Das Parry ist richtig, nur das Timing ist scheiße. Okay, dann üben wir mal. Komm. Hau, hau schon. Hau, Druff. Ah. Oh, gut, ja, da war der Sound. Ja, ja, okay, der Sound hilft ein bisschen. Schöne Iframes. Okay, immerhin einmal. Ja, der Sound ist super hilfreich bei dem hier, ne? Aber ich verlerne es auch immer. Da gibt es die eine Stelle in Dark Souls 1, wenn du in Anor Londo bist, wo diese Ritter die ganze Zeit ankommen. Da kannst du es gut üben. Ja, ich hatte es auch bei anderen geübt und da lief es besser. Ah, okay. Man darf nicht so sehr auf die Animation achten, also von meiner Figur, sondern wirklich nur auf die Gegneranimation. Dann klappt das besser. Und ja, ich meine, rumlaufen und rüberlaufen und backsteppen ist natürlich schon eine gute Taktik, bestimmt. Aber gerade das Parieren kann man gut gebrauchen, oder? Ja, es gibt ja auf jeden Fall auch ein besseres Gefühl alleine. Und vor allem, so kannst du Gegnern, die anspruchsvoller sind als die Hoshis hier, schnell Energie abziehen. Ja, man kommt auch leichter durch die Hoshis durch, finde ich auch, weil es einfach schneller geht irgendwie. So, hier, kommt der jetzt nicht? Schwert entfernen. Ah, ärgerlich. Das sollte man nie machen. Wenn euch mal so ein Typ begegnet, nicht rausziehen. Ja. Hau schon mal drauf, oder? Okay, soll ich jetzt auch mal Parry üben oder ist das jetzt vielleicht zu... Ich glaube, nee, besiege ihn lieber so, wie du kannst. Okay. Ja, besiegen. Also ich kämpfe so gut, wie ich kann, ja. Bist du aber noch nicht schlecht. Was ist mit deiner Magie? Die klappt noch nicht. Das habe ich noch... Ich weiß überhaupt nicht, wie ich die einsetze. Statt dem Schild den Staff, glaube ich, statt dem Schild. Ja, aber das muss ich mir erstmal bei irgendwelchen Doofdödel-Gegnern angucken. Ach, siehst du. Oh, fast deine Energie auch komplett weg. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass er es direkt zum ersten Mal schafft, aber... Mein Schild ist auch zu klein, der hat mir gerade halt echt Geld abgezogen. Wäre eigentlich schön, wenn sie dir auch quasi Zugriff auf dein Konto hätten. Das ist dann das nächste Dark Souls. Das ist dann Real Life. Du willst Geld, ja, du musst abgezogen. Du musst es verknüpfen mit PayPal. Na, und dann willst du mal dein Konto runter. Stell dir das mal vor, da würden Leute, wie krass das wäre, so als Bestrafung. Ja, manche würden sagen, wow, dieses Game Design. Oder? Hammer. So, wenn das jetzt die Taktik ab der Mitte. Ja, mein Problem ist, dass ich nicht weiß, was wie weit seine Reichweite ist so wirklich. Ich muss es immer ausprobieren. Ja, die ist schon ordentlich, aber du kannst jetzt durch viele Sachen mit den Iframes durchrollen. Okay, das kannst ist eine Reichweite. Kannst du mal probieren, aber über das Steuerkreuz nach links, damit du dann deinen Staff bekommst für den Seelenfall. Oh. Ja, aber das kann ich ja jetzt nicht machen. Ah. Vielleicht kriegst du den so. Aber das ist ja auch nicht der schwerste. Nein, das denke ich nicht. Der Rattenmann hier, Riesenrattenmann. Der geht vor allem noch verglichen mit Dancer of the Boreal Valley oder wie der heißt, den kriege ich nie richtig. Der hat zu krassen Rhythmus. Kann man den so einen auch von hinten? Also quasi. Bin ich mir unsicher bei der Größe.
Ja, das war's. Oh. Ah, du hast noch ein bisschen. Ja, du aber wirklich jetzt absolut. Aber was könntest du eventuell schaffen? Oder, hab ich nicht noch? Du, ach, ich hab du, wo wär's jetzt mit der Magie? Jetzt noch mit der Magie, das wäre nicht geklappt. Aber test es mal, bevor du ihn nochmal angehst, aus, weil ich glaube, du musst dein Schild mit Steuerkreuz links wegpacken, dass du den Star fasst und dann kannst du die Magie machen. Ja, das wäre jetzt eh nicht mehr gegangen, ne? Ist es links? Aber ah, dann statt dem Schwert, da ist es. Und dann kannst du Seelenfall mit Dreieck machen. Das Ding verschießt dann wahrscheinlich einfach. Genau, also so viel du blaue Energie, glaube ich, verschießt du dann. Wenn du drück mal. Versuchen wir mal. Also mit Angriff, auf der wie du mit dem Schwert schlagen würdest. Und guck mal, aber siehst, du siehst, wie viel das dann abnimmt. Bevor du den Boss anfängst, lad's lieber wieder auf. Ja, klar. Dann erstmal üben. Ja, okay, kann man machen. Was nicht die Reichweite von dem Ding ist, aber die soll ganz gut sein eigentlich. Ja, ich habe bei Demon's Souls haben wir ja sehr viel mit dem Seelenfall gemacht. Wir haben den ja komplett hochgelevelt und haben teilweise Gegner nur noch aus der Entfernung erledigt. Das war schon lustig. Ja. So. Okay, das ist gut, aber ich bleib beim Schwert und heb mir den Seelenfall eher für später auf. Oh, der Chat ist aber schon dabei. Sehr guter First Try. Herzchen. Ist doch nice. Ich hatte aber auch einen Flakon weniger, aber ich hatte auch letztendlich, ja. Also ich hätte ihn schaffen können, aber die zweite Phase war dann doch ein bisschen überraschend für mich. Anders meine ich, also ich dachte nicht, dass der so krass mutiert. Mann, ich wusste, dass da noch ein zweiter kommt, hab's trotzdem gemacht. Ja, jetzt. Das war natürlich doof. Ja, ich will zu sehr mit diesen Invincibility Frames arbeiten, aber das ist, glaube ich, nicht noch nicht gut genug. Der Boss ist ja auch da, um das auch nochmal konkret zu üben, sonst wäre er nicht so direkt am Anfang. Ah, der Flakon, bald schon wieder. Brauche ich schon wieder, ne? Ja, beim nächsten. Ja, das ist ärgerlich. Guck mal, ja, das zieht ja auch schon. Weil das Schild so klein ist, ne? Ich darf hier einfach nicht das normale Schild nicht so einfach benutzen. Oh Mann, wie ärgerlich. Komm, mach was. Da kriegst du drei rein. Ja, das pass auf. Na komm. Das wird schon wieder nichts, aber gut. Gucken wir mal. Oh. So, zwei, drei Hits kriegst du rein. So. Ich glaube, jetzt Magie, oder? Ja, von beiden. Ich kann es gern versuchen, ja. Je weiter ich weggehe, macht er natürlich dann erst recht seine Angriffe. Ich sehe nichts mehr gerade. Okay. Bringt das? Hat das irgendwas gebracht? Ja, es macht ungefähr genauso viel Schaden wie ein Schwertstreich. Na, okay, also, naja, schon schwierig. Weil du brauchst immer diese Aufladezeit, ne? Der lässt nicht sofort die Magie los. Naja. Kriegen wir schon hin, denke ich mal. Durchrennen ist aber schon die richtige Wahl, oder? Ja, sonst hier, dauert das ja ewig. Was wirst du hier auch aufleveln? Ja, ich verliere vor allen Dingen den Kram ja eh. Ah! Ach nein! Gut gemacht. Ey, da hast du Items gefunden. Ärgerlich. Brandbombe. Ja, kann ich gleich mal benutzen, ne? Ja. Wird aber sicher wieder nur Ärger geben, wenn ich jetzt Brandbomben benutze, oder? Das ist nicht cool. Du hast für den Endboss, du nein. Hast eine Brandbombe, die wird vielleicht maximal, wie viel, 150 Schaden machen? Oder wie viel ist es hier? Das waren 5. Also 5 Brandbomben. Ach, 5 Brandbomben gleich. Jetzt muss ich eh nochmal zurück. Okay,
Chat sagt, Magie hat deutlich mehr Schaden gemacht als die Schläge. Wahrscheinlich sind es dann vielleicht so viel wie 3 Schläge zusammengenommen bei einem Magie. Oh. Es ist aber schwer gewesen. Ja, ich weiß, da zu zaubern und auszuweichen, bevor der irgendwie da dran ist. Ja, muss ich sagen, war schon ein bisschen knifflig. In der zweiten Phase sind Bomben. Ja, vielleicht probiere ich dann mal die Bomben. Aber mache ich vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt erst einmal nochmal richtig. In der Verwandlung hast du ja theoretisch einige Schläge frei, bevor der agiert. Ne? Also wenn du in der Verwandlungsphase auf die Brandbomben gehst. Ja, es ist jedes Mal super knapp. Okay, so, jetzt mache ich es nochmal richtig seriös. Muss ich eigentlich immer nah ran, oder? Das weit weg? Alter. Ja, seitlich rollen bei dem eher weit weg. Dann landest du direkt in seinem Frame-Bereich. Ja, muss ich nochmal neu machen. Das war nix. Ich habe das Gefühl, dass der Charakter hat ein relativ kleines, lächerliches Schwert. Und das macht mir ein bisschen Probleme. Okay. Würde es Sinn ergeben, wenn du den Schild, den ich benutze, zweihändig? Weiß ich nicht. Weil es ja mit drei. Muss ich mal gucken. Ist ja jetzt erstmal. Aber ja, das verändert auch deine Geschwindigkeit natürlich und den Schlagrhythmus. Ne? Also. In beide Hände, da bin ich mir irgendwie nicht sicher, ob das schon mein Spielstil ist, sozusagen. Keine Geduld. Blocken ist nicht geil bei ihm leider. Schade. Na gut, dann eben ohne Schild. Sogar doppelt so viel ab hier mit Magie gerade. 146. 3 Schläge noch. Ich komme raus! Oh. Oh, nimm den Nestus vorher. Den hast du gleich. Hast du. Ja, aber siehst du, das fühlt sich halt, obwohl es mein Skill ist, fühlt es sich nicht richtig an. Oder? Das fühlt sich nicht richtig an. Es fühlt sich nicht wie ein Kampf an. Man muss sagen, du musst ja auch die Gelegenheit haben, ohne dass du sofort getroffen wirst, die Magie zu machen. Das ist ja auch ein Skill, der dazugehört. Also finde ich, ist es vollkommen legitim. Ja, aber es ist, naja gut. Aber ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt einen Krieger hätte, hätte der mehr Power und würde dadurch mehr Schaden machen beim Schlagen. Also ich muss ja irgendwie, ihr habt es ja gesehen, das war das Dreifache. Ich wäre ja dumm, wenn ich das nicht genommen habe. Aber es fühlt sich ein bisschen cheesy an. Grundsätzlich ist ja auch relativ egal, welche Starterklasse du nimmst. Ich meine, es sind ja nur eine Handvoll Statuswerte, die anders sind. Ja. Die hast du eh nach 10 Leveln dann ausgehoben. Ich hoffe nur, dass mir niemand übel nimmt, dass ich den jetzt auf diese super lame Art gelöst habe. Aber ich bin halt ein Zauberer, ne? Ja. Das ist schon okay. Wenn es einer darf, dann der Zauberer. Ich zaubere dir die Niederlage entgegen. Ich möchte dazu sagen, weil jetzt auch jemand sagt, dann spiel keinen Zauberer. Nee, ich will schon. Ich habe ja Bock drauf, das zu spielen. Als Zauberer. Ich will euch nur erklären, dass ich verstehe, wenn ihr das jetzt vielleicht ein bisschen lame fandet. Ich sag dir, du musst richtig dich dem voll verschreiben. Ja? Wenn du für einen Gegner 30 Minuten brauchst und immer 2 Schaden mit dem Bogen machst, mach das. Ey, ich bin aber Gegner auch... Geschafft. Das Spiel ist nicht da, du musst sie nicht dem Spiel unterordnen, sondern das Spiel dir. Du bist dominant! Okay, danke Gregor für diesen kleinen Pep-Talk.
Warum heißt es nochmal Pep Talk? Also was ist in dem Fall Pep? Also ist es so ein... Ich glaube, Pep ist das, was du in Deutsch umgangssprachlich auch darunter verstehst, so Energie. Jemanden nochmal ja, Energie einreden. Ne? Ist das quasi einreden. So ein auf, also Power, Power-Up? Ach, wahrscheinlich ist das irgendwie ist so das wieder was für Kokain oder so wahrscheinlich. Immer. Ach, man denkt es, ne? Wegen Pep oder so. Aber ich glaube, es. Ich würde einfach gerne wissen, was es heißt. Mal gucken. Ach, daran erinnere ich mich auch noch, genau, dass dieser, da kann man auch noch links, da bin ich nämlich nie, hier links ist so ein komischer Ritter, der ist so mega schwer, dass ich da immer gestorben bin und habe vor dem voll die Angst bekommen. Ja, das macht es einem dann nicht dann leichter. Ich kann mich gerade voll erinnern, dass hier so ein paar Locations sind, wo ich immer wieder war und nicht weiterkam. Ja, hier steht nicht, wo Pep Talk herkommt, aber ja, jemanden mehr Selbstvertrauen zu geben. Ja, aufmuntern, nee, ne? Selbstvertrauen ist schon irgendwie. So, hier braucht man das Schild schon. Also ich brauche mal ein richtiges Schild. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ein Magier vielleicht gar kein richtiges Ganzschild tragen kann. Also, müssen wir mal gucken, komm. Da hab ich's gehört. Hast du gehört? Ja. Nice. Oh hier, Pep came from Pepper. Ah, it is used in the sense of personal energy or spirit. Das ist gut, das ist mal eine gute Beschreibung. Aber das mit dem Pepper kann ich richtig glauben. Aber komm, weil kam dann vielleicht Pepper von Pep, ne, dass man von dem Gewürzpfeffer dann so viel Energie bekommt. Vielleicht auch andersrum. Na, ich glaube schon. Also wenn du so eine gewürzte Motivationsrede von jemandem hast, dann hält die auch länger. Dann hat die. Ich bin auch immer motiviert, Inhalt. Wenn ich eine Flasche Gewürzketchup trinke. Ja. Da bin ich immer voll motiviert. Naja, aber trink mal eine Flasche Tabasco, während dir jemand sagt, was du anders machen sollst, dann merkst du dir das, glaube ich, schon besser. Jetzt war ich voll überrascht, weil ich dachte, ja, hier sind war noch so fixiert auf den Ritter da oben. Außen sind noch ein paar, ja. Da, ne? Ist er das? Das kann sein. Doch, doch. Aktiviere erstmal deine ich will, ja. Und level dich auf. Was ich nicht will, ist den. Mit dem Kämpfen, das bringt nichts, glaube ich, noch nicht. Es sei denn... Ich kann ihn irgendwie cheesen mit der Magie. Hey, mach erst mal aufleveln, würde ich sagen. Und sogar noch mal ein bisschen Glut. Ach stimmt, muss ich auch noch, ne? Ja, stimmt, muss ich. Der Samurai. Ach stimmt, hier hat Jana so ein Katana irgendwo noch drumherum. Ja. Ach, man muss manchmal sich das auch noch mal angucken. Man ist schon so irgendwie so verwöhnt und man guckt sich das hier alles nicht mehr an. Aber immer wieder noch schön, das ne? War in bei den Dark Souls 3. Speziell gibt es ja auch diese eine Stelle, wo du ohne zu viel vorwechseln, weil du hast ja auch noch nicht komplett durchgespielt. Nee, ich habe 4 Stunden oder so gespielt. Gibt es ein paar echt schöne Vistas, die ab und zu mal auftauchen? Ja, das war ja immer, das Worldbuilding ist ja wirklich optisch als auch inhaltlich immer ganz, ganz groß bei Dark Souls. Es hat auch ein paar schöne Callbacks sogar zu Demon's Souls und Gegnern und Vistas sozusagen. Vista sind die, ist die Location, meinst du, Vista die Orte? Vista ist der Hintergrund, die Location, der Ort. Das Bild im Hintergrund, der Horizont. Ja, ich muss sagen, es ist unglaublich, wie schnell man da wieder reinkommt. Also zurück hier, hast du einen Dark Souls? Ja, ich wollte speichern. Zur Tür, geh doch zur Tür rein, da ist doch gleich... Ach so, hier. Das weiß ich ja nicht. Ja. Hast du alle gespielt, gefühlt? Ja, musst du nicht nochmal neu lernen, das ist das Gute. Ach, okay. Ja, okay, an die Location erinnere ich mich auch ein bisschen. Tot? Beinahe. Beinahe. Im Feuerbandschrein gestorben, ja. So the world might be mended. Entschuldigung, ich wollte es nicht wegklicken. Ich habe nur mit ihr auch schon, glaube ich, irgendwo mal geredet. Aber ich bin, das ist immer das Schlimme, ich bin schon an der Lore interessiert, aber manchmal drücke ich die Sachen auch zu schnell weg und dann glauben einem die Leute es nicht. Und wenn die Facecam, ja, okay, ich mach mal die Facecam hier hin, oder? Jo. Aber Leute haben auch immer was ein Problem mit oben rechts. Also es ist so, die Orte gehen einem irgendwann aus. Man könnte halt hier über die Seelen das noch packen, aber das sieht auch komisch aus. Du kannst das ja, kannst uns Vollbild machen und das als kleines Fenster in die Ecke, das Gameplay. Ein paar Mal habe ich überlegt. Wenn wir dann Frauenstreamerin wären, also also nicht alle, aber es gibt ja die spezielle Klientel, die genau dann weiß, okay. Wo egal ist, was sie spielen. Je größer mein Bild ist, umso mehr Zuschauer haben. Je höher die Kamera, sag ich mal, schräg unten auf mich runterguckt. Ich habe leider keinen Ausschnitt zum Zeigen. Kann ich dir leider keine Klicks geben hier. So, jetzt ist der große Moment, wo alle Leute dann immer sauer werden. Nein, du musst es da und dahin packen. Ja, machst du Min-Maxing oder nicht? No? Setzt du alles in bestimmte Skills, um die so schnell auszubilden, wie es geht? Oder verteilst du eher regelmäßig?
Also ich mache das so für die ein, zwei, die zum Kampf notwendig sind, packe ich das rein. Also Stärke und hier Geschicklichkeit, glaube ich, oder so. Und Vitalität natürlich. Also ja. Alles. Aber hier würdest ist du, es ja jetzt anders. Wo würdest du dich jetzt dann fokussieren? Du kannst jetzt Zauberei, ist ja schon vergleichsweise hoch jetzt hier, dadurch, dass du das als Starterklasse hast. Du kannst natürlich sagen, ich packe jetzt nochmal zwei, drei Level, die ich kann, in Zauberei rein, um das zu verstärken. Oder konnte ich dem gegen und, komm, du könntest schon auf Zauberei 20 sein, aber Nahkampf wird damit sinnloser. Nee, ich will auf jeden Fall auch ein bisschen, also ein bisschen Vitalität ist nicht schlecht. Kondition ist nicht das, was ich meine. Ich will Stärke, ne? Also hilft das denn was, wenn ich stärke? Ich habe doch Schwerter ja, du hast, und du so. Hast, ja, Kondition ist ja zum Beispiel Ausdauer. Ich persönlich bevorzuge Kondition ja auch immer, dass du nochmal ein bisschen besser Stamina hast. Okay, hast recht, dann alles in Stärke und Ausdauer. Ist das, ja, ich weiß, die Deutschen, warte mal, die Deutschen, was ist Belastbarkeit hier? Du hast Stärke und ist Dexterity, glaube ich, ist das. Ne? Nee, das müsste Geschicklichkeit sein. Je nach, davon hängt ja auch ab, ob du bestimmte Waffen tragen kannst. Manche haben so einen Stärke- und Geschicklichkeitswert beispielsweise. Ja, ja das ist dann, glaube ich, da muss ich erstmal abwarten. Ich werde wahrscheinlich auch sowas wie Zauberstäbe, die dann auch bestimmte Zauberei-Dinge brauchen. Vitalität, Intelligenz braucht man auch, oder? Fürs Zaubern, ja. Vitalität war eigentlich immer gut, weil je mehr Energie du hast, umso besser. Ich schreibe es mal gerade auf, das schreibt nämlich, ich will, damit ich es einmal habe, ne? Vitalität, Kondition, Zauberei und Intelligenz. Das sind die einzigen, in die ich alles stecke. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie das so als Magier in Dark Souls 3 ist. Ich bin seit diesem Debakel in Demon's Souls, habe ich mich wirklich von dieser Magierklasse komplett ferngehalten. Und, aber wenn du vielleicht mal All-In jetzt gehst und das von selber erlernst, wärst du ja Fan davon. Im Ernst, ich fände es auch toll, weil die wahrscheinlich die wenigsten wirklich einen Magier spielen und die meisten spielen ja wirklich dann Krieger oder irgendwas in der Art. Und dann hat man wenigstens, kann man was Neues zeigen. So. Und gleich kommt der Kommentar, ich glaube, als Magier tut ihr euch keinen Gefallen. Ja, das ist immer die Frage, wie weit man spielt, also wie lange man spielt. Wenn ich jetzt 100 Stunden reinstecke, ist, glaube ich, egal, welchen Charakter ich nehme. Ja, bis dahin ist es ja egal, dann ist ja nicht nur ein Magier oder so, weil du kannst ja skillen, wie du lustig bist. Genau, das meine ich, mein, mein Charakter hat am Ende Level 140 oder so, ist ja fucking egal. Jetzt sind hier diese Stühle, warte mal, wie ging das nochmal? Hab das schon wieder vergessen. Irgendwas war mit den Stühlen auch, aber das ist jetzt, glaube ich, noch nicht relevant, das oder? Das ist noch nicht relevant. Hier erstmal unten ist ein Dungeon. Hier ist der Laden, glaube ich. Nee, noch nicht hier, aber irgendwo um die Ecke kannst du einkaufen. Ah, okay. Der Schmied. Brauche ich jetzt noch nichts. Erstmal mit allen 500 Leuten reden, die hier sind wahrscheinlich. So viele, ach so, naja, hier, dann hockt der da oben, dann ist unten noch der Händler, glaube ich. Oder so. Der Händler und der Schmied. Danke. Und hier ist... Hier warst du gerade. Ja, ja, aber ich hätte schwören können, dass hier noch irgendwo einer steht. Muss ich auch nicht lesen, oder? Sind es dann die DLCs? Weiß nicht, ob du von da, das sage ich jetzt auch schon 5 Jahre, wo ich es gespielt habe, ob du von da in die einzelnen Welten hinkommst, das sind nicht die DLCs jedenfalls, aber ob dann zum Beispiel, wenn du einen bestimmten Gegner besiegt hast, dass es da markiert ist. Da höre ich doch den Schmied. Hier oben ist es. Well, a newcomer, I see. I am Andre. Andre. I serve at this shrine. Das ist hier Peter Andre. Eben noch in den 90ern stand er noch oben ohne im Meer. Mysterious girl. Mysterious girl. Close to you. Und dann aber, dann hat das irgendwann, hat sich ausgesagt, hat den Bart wachsen lassen. Jetzt macht er hier mit seinen Muckis. Ja, 600 Sit-Ups gemacht. Der wäre Instagrammer heute. Das ist wahr. Wie gibt's Peter Andres? Der ist bestimmt noch Instagram. Ich guck mir mal Peter Andres Instagram an. So, wie kann ich den verstärken? Ach, ich brauche die Estus-Scherbe, die habe ich natürlich nicht. Peter Andres. Pretty meeker, I don't want to see. Okay, den habe ich jetzt auch abgehakt. Mysterious girl. Okay, Peter Andres hat... Wie viele Follower hat Peter Andre auf... 1,2 Millionen. 1,7 Millionen. Oh, okay. Diese ganzen 80er, also diese ganzen komischen, nostalgischen Künstler... Jetzt vergleicht er sich mit Prince. Nackig. Das ist... Passt, nichts passt davon. Zeig mir deine Bauchmuckis. Du hast 600 Sit-Ups jeden Tag gemacht. Glutbrand. Okay. Ja, die Zeiten sind vorbei. Das hält ja leider nicht. Ja, die meisten Sachen sehen jetzt hier aus, als ob er mir seine Coins verkaufen möchte. Aber 1,7 Millionen ist ja was, ne? Ja, das ist schon einiges. Mysterious girl, I wanna get close to you. Ah,
Da haben wir die klassischen guten Bilder von Peter Andre. Da, zeig das doch mal kurz. Das war, aber vor allen Dingen, wenn du das mit der Marvel-Transformation vergleichst, ist das eigentlich ein Witz, ne? Weil das ist ja das, was lächerlich. Chris gemacht hat. Ja, was sie alle machen, wenn sie, sobald sie halt... Wobei, also hier Peter Andre hat es genauso gemacht, er hat hier eine Hose an, ne, dabei. Schau dir mal die dünnen Stelzen von Thor an, also von Chris Hemsworth. Der hat ja einen Oberkörper wie ein Kühlschrank. Und, ja, keine Zeit. Ja, Leg Day Never. Und Beine wie Streichhölzer. Ja, die haben, wie gesagt, die haben ein halbes Jahr Zeit für die Transformation. It's an da können upper die nicht body noch. Business. It's an upper body business. Das ist so wahr, aber auch sehr gut. Upper body business. Oh, ich habe mich... Das passiert mir hier jetzt? Ah, da drüben geht's weiter. Ständig verlaufen. Ein Andre 3000 ist jemand anderes. Der macht, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Aber Peter Andre 3000, das wiederum wär aber ein cooler Sketch in den 90ern gewesen. Es gibt, stimmt, heute kennt man beide nicht mehr. Es gibt einen schönen Key & Peele Sketch, wo Andre 3000 und wie ist er, der andere Outcast? Nein, wie ist der andere Kollege von Outcast? Oh, Big, ich weiß nicht, wie die Baby alle Boy, Big Baby, Big Boy. Kann alles sein. Big Boy und Andre 3000. Wo die wieder zusammenkommen und sich treffen. Ist fantastisch. Habe ich nicht gesehen, ne? Musst du bei Gelegenheit mal gucken, ich habe mich sehr beömmelt. Ja, die hatten ja eine Phase, wo sie mega populär waren und dann war gar nichts mehr, Big weil Boy, sie einfach keinen Bock mehr hatten oder so. Ja, Miss Jackson, die anderen Sachen, wobei. Ja, aber das war ein Jahr, da lief von denen jeder Song. Ja, jeder Song alles. Vom Album lief in den Top 10 so irgendwie gefühlt. Dann hatten wir Pech gehabt und dann kamen die Black Eyed Peas. Und wir sind zum Glück wieder weg. Stimmt, ne? Die waren ja eigentlich ähnlich, nur schlechter. Ja, ich meine, der Typ nennt sich Will I Am, aber heißt William einfach. Quatsch. Ja, ja gut, aber heute ist er Schauspieler. Oder ist das ist Andre 3000 der Schauspieler? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Will I Am ist Schauspieler. Will I Am bestimmt. Ja, ich mochte den in, ach egal, aber es ist so eine Netflix-Serie, wo der war. Ich krieg's aber nicht mehr hin. So, siehste? Ist der runtergefallen? Oh ne. Passt. Ah, hier kriegst du aber das Samurai-Schwert, ne? Okay, den krieg ich doch nie. Was muss ich denn dafür machen, um den zu besiegen? Guck mal, ja, einfach besiegen, ne? Ja, also ich meine, aber ich kann ja mit meinem Schild nicht mal richtig decken. Stellt sich der Stopp bei Tobomas Magie ohne Ende. Genauso besiegst du den. Ich darf so gar nicht erst anfangen zu denken. Och, genau das. Immer alles ausnutzen, was im Spiel geht. Bullshit. Man spielt hier nicht für irgendwelche Internet-Crap. Ja, nein, so. Aber du kennst das doch. Man hat eine gewisse Ehre. Man hat hier so eine Singleplayer-Ehre. Ich bin bei Rocket Beans. Wo ist meine Ehre? Ja, nee, du bist vor allen Dingen bei Mon Official. Aber ja, nein, aber du hast recht. So ein bisschen Ehre, man will also ja heute schon, bei Mon Official, aber genau, ansonsten. Genau, man will ja einfach, sag ich mal, sich selbst auch nicht belügen. Man will nicht die ganze Zeit durchschießen. Wobei wir über die Magie ja gar nicht reden wollen. Aber ich habe schon das Gefühl, ich könnte ihn schaffen, wenn ich rechtzeitig immer wegrollen würde. Weil der hat ja nicht so viel, hält ja nicht so viel aus. Alter, der hält so viel aus. Der hält super viel aus. Mir geht es darum, ich sehe das eher wie so eine Mathe-Aufgabe. Ne? Und die kannst du entweder mit wenigen Zahlen lösen oder du kannst dir das Leben schwer machen durch lauter Bruchrechnung. Ja gut, ich sehe schon. Ja? Das ist schon verlockend einfach, muss ich sagen. Nebenbei trinke ich noch ein bisschen Estos. Who cares? Ich glaube, ich weiß nicht, ob du mit einer Magieleiste schaffst du den nicht ganz. Nur ist von dem Magier noch die Leiste zu klein. Ja, deine blaue Energie. Obwohl, sie könnte reichen. Ich glaube, es reicht sogar. Ja, es reicht. Aber ich mache natürlich am Ende mal hin. Oh, Alter. Oh, Alter. Mach doch keinen Quatsch jetzt hier. Ich glaube es nicht, ey. Aber am Ende mache ich... Ich wollte ihn am Ende, aber ich habe vergessen, dass ich ja digital rechts schalten muss. Ja, wie ärgerlich. Aber auch lustig, ne? Auch lustig. Das ABC des Weinens. A wie ärgerlich. B wie bescheuert. C wie du kannst mich mal. Genau, kannst mich mal. Guido kannst mich mal. Okay, jetzt mache ich es aber gleich richtig. Jetzt komme ich schon mit erhobenem Stab, komme ich schon auf ihn wie Louis C.K. Wir oben im Stab auf ihn zu. Holst du ihn für einen Termin in dein Büro? Ja. Oh Mann. Okay, so. Da steht er. Und er denkt, ich kämpfe fair, ne? Lel. Ich bin ein Magier. Das tut mir ein bisschen leid. Der alte Samurai, ne, ist so ein Ehrenmann. Und dann kommst du mit so einem Stab
und lässt sie nicht mal rein. Ey, du kriegst aber ein geiles Schwert, du kannst dich entscheiden, ob du dann lieber Samurai sein möchtest. Na, aber ich garantiere euch, den nächsten werde ich fair bekämpfen. Komm, ein bisschen. Soll ich mich einfach einmal einen mitgeben noch? Ich glaube, du wirst nicht darum hinkommen. Ja, Mann, in einem fairen Zweikampf. First try. Das ist auch immer guck mal, gut, ne? Neues Equipment, neue Kleidung. Ausrüstung, okay. Ja, Moment, das nicht. Den will ich wechseln, ne? Na, ich glaube nicht. Das ist ja kaputt. Nee, du kannst es nur nicht tragen. Ne? Dieses Uchigatana ist nicht für mich zu benutzen. Na, du, was brauchst du denn dafür? Belastung. Was genau ist es? Achso, hier, du brauchst 16 ja. und... Ja, okay. Kannst ja mit Select gucken, ich weiß nicht jetzt, welche die sind, das ist. Ja, ja. Die Hand ist Geschicklichkeit, brauchst du 16, du hast nur 12. Geschicklichkeit und Stärke. Und ja. Stärke hast du nur... ja, aber das könnte man... Also Geschicklichkeit wird hart. Nee, Stärke wird hart, ne? 7 bis 11 noch geht. Also 4 auf jeden drauf. Das kann ich mir ja durchaus mal überlegen. Das wäre schon nicht schlecht für das Uchigatana. Ja, aber die Kleidung kannst du wahrscheinlich anziehen. Du hast ja auch Kleidung, glaube ich, mitbekommen. Ja, aber trotzdem. Wie kann man sowas jetzt, kann ich das sichern? Also kann ich den eigentlich quasi... Beim Händler müsstest du eine Kiste haben, oder? Ja, okay, das machen wir dann. Will weil ich, sonst verkaufe ich das Ding, wenn ich dann verschenke es irgendwann. Mom. Okay, Also gut, ich glaube, du hast noch statt Kutte und Gewänder noch mehr Sachen bekommen. Ja, Entschuldigung, ich war gerade noch... Ich muss wirklich... Das ist halt echt nicht mein Spiel. So, ich muss erst mal drankommen. Okay, den hatten wir. Da sind die Sachen. Nee. Okay, das nicht. Das ja. Da. Gewänder des Meisters. War das überhaupt gut? Gucken wir mal. Achtung. Nee, ne? Obwohl, nee. Eher nein, ne? Eher nein. Mann, der Typ, ey. Er hat nur ein Schwert, was keiner benutzen kann. Deswegen läuft er hier auch. Ich meine, guck mal, der lief in der Unterhose quasi rum. Ist ja eigentlich jetzt nicht überraschend, dass der Chat, nicht... Im Chat wird gesagt, beim Lagerfeuer ist die Kiste zum Lagern. Ach, ich kann den ja nicht öffnen, stimmt. Dann mache ich das schnell. Und du kannst schon nochmal aufleveln jetzt gleich, ne? Schon wieder? Ja, stimmt. Am Anfang geht das ja relativ fix. Aber einen kriegst du Ost-West-Schild. Ja, sehr gut. Oh, oh. Habe ich jetzt ein Schwert? Scheiße, ich habe das große Schwert. Steuerkreuz nach rechts. Nochmal für das andere Schwert. Ah ne, du hast nur das Schwert ausgetauscht. Oh, okay, ja, okay. Wie dumm. Dann doch zum Bonfire. Hier kommen die nicht rein, ne? Doch. Bleiben die. Nee, doch nicht. Nee, da bleiben die. Haben keinen Bock. Das ist wie ein Blade oder so. Nee, geweihter Boden war aus... Alle Vampirfilme. Highlander. Highlander. Das ist übrigens... Können wir mal darüber reden, dass es nie wieder so eigene IPs gab seit langem, wie bei Highlander? Da hat sich jemand wenigstens mal was Neues ausgedacht. Also, zwei Typen, nicht, Schwertkämpfe... War Highlander der Comic zuerst oder zuerst der Film? Fuck, okay, das kann natürlich sein. Aber es wirkt wie was, wo sich jemand einfach überlegt hat, okay, ich will einen Film machen, ich brauche ein Universum. Und heute hast du aber irgendwie alles schon mal Teil. Irgendwie... Aber der erste Highlander einer... Wirklich der besten 80er Filme. Ja. Musik auch, aber auch der Film war richtig gut. Schon am Anfang diese Schnitzelei in der Tiefgarage, so direkt. Wo die ein Wrestling-Match sich angucken. Ja. In der Tiefgarage, wo alles explodiert, in der Kirche mit Mr. Krabs. Also Tom Clancy hätte ich was gesagt. Clancy Brown. Das ist ja die Stimme von Mr. Krabs. Ja, aber das ist, glaube ich, die wenigsten. Moment, kurz erstmal mich berühren lassen. Und Princess of the Universe, bester Intro-Song von Queen, mit Ausnahme, wo der Teil dann anfängt, wo der nicht mehr im Film gespielt wird. So die ersten 1 Minute 40. Here we are, born to be kings. Super geil. Passt ja auch unfassbar. So, sobald die zweite, ich habe dann den Song mir geholt, damals, außerhalb, man muss ja, wenn man ihn im Film nicht gehört hat, muss man sich dann das auf CD oder Kassette dann anhören. Und dann fängt eben der zweite Teil des Songs an, der so, born to be kings, was denn das für ein Scheiß? Ja, die erste Hälfte ist der beste Song aller Zeiten, die zweite Hälfte, okay. Ja, damals hatten, also es geht wahrscheinlich immer noch so, aber damals hatte ich auch das Gefühl, es waren immer 3 Songs in einem, so verschiedene Stimmungen, alles in einem Song, musste irgendwie drin sein. Hey, Queen als Soundtrack, Mann, ne? Also ja, ne? Highlander und dafür, Flash Gordon. Heute wird dafür getötet, sowas zu bekommen. Okay, hier war ja jetzt kein Feuer, hier bin ich jetzt ja nur hast hin, das damit doch, ich kurz... Doch, das Zoll in der Mitte, hast du es angezündet? Da ist immer kein Feuer in der Mitte. Doch, mach so an. Hä, das ist aber nur eine alte, was ist das? Was? Das gewundene Schwert einbetten. Was? Das, was du vom ersten Endgegner genommen hast. Das habe ich nicht gecheckt. Ich glaube, du kannst von hier aus beamen dann in alle. Ja, jetzt kann ich mich teleportieren, aber das will ich ja nicht. Das ist ja, das ist krass, das hast du schon gemacht. Jetzt muss ich erstmal alles in die Kiste packen.
Oder ja, nur dieses eine Ding? Ja. Das eine Ding kommt jetzt weg. Den hebe ich mir auch schön auf. Da. Pack beide rein, ne? Das ist so nur irgendein Dreck. Das ist schon kaputt. Ist, Bruchschwert. Das werfe ich die Klippe runter. Oh, Unknochen, Totentonstelle. Wofür ist das? Ist das, um es schwerer zu machen? Oder? Habe ich nicht. Mehr. Gucken wir mal. Okay. Na gut. Und du kannst von da aus in die erste Location beamen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo ich. Also, du kannst dich auch jetzt hier umschauen, aber ich glaube, von dem mittleren Ding beamst du dich in verschiedene Locations rein. Okay. Du meinst, hier ist die quasi die Levelauswahl. Ich hätte gedacht, man kann da hinlaufen. Genau, von Haus aus haben sie das als Hubwelt, glaube ich, gemacht. Und anders als bei den anderen Spielen hast du hier, du kannst nach Lothric zum Beispiel hier schon. Okay, ja, okay. Das ist da, wo du angefangen hast. Genau. Okay. Aber du kannst dich auch hier im Schloss erstmal umschauen. Das ist ja auch schon gemacht. Ich bin übrigens im Online-Modus, also wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne invaden. So ausschalten sofort. I don't care. Kriegst du halt immer, komm, ein paar Freunde vorbei, ne? Ja, ich habe da noch nie gewonnen, aber irgendwann kommt der Tag. Ich finde die allein schon toll, wenn jemand hinter dir her ist. Das finde ich schon immer lustig. Nennt man die, sind das diese Griefer? Also die dich griefen wollen? Die Lappen suchen wie mich, die sie verfolgen können. Ja, das glaube ich auch. Also kommen die aus Finnland, ich verstehe. Das sind die jungen Jahre von Gandalf. Ich sag's dir, Gandalf der Nasenmann. Guck's hier an! Ich hatte ganz vergessen, wie er aussieht. Da. Und er da, das so. Ist gut. Das ist so, muss man ihn. Wenn er vom Feuer angeleuchtet wird. Wieso denke ich an Pferd bei seiner Nase? Ich muss das gerade mal so nah, so groß wie möglich machen. Aber man sieht es nicht ganz. Du musst dir das von der Nase mal ansehen. Ich mag den Typen. Ich finde es voll witzig, wenn man so einen Charakter hat, den man lustig macht. Control hat man, finde ich, viel mehr. Echt? Ja. Ja, Shotcuts ist was für Amateure. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Sie sagen schon, Man mag ihn mehr, weil man so eine. Man lacht immer wieder und dadurch ist man dem mehr verbunden. Er hat mehr Charakter. Er hat was durchgemacht, ne? Um an diesem Punkt in seinem Leben angekommen zu sein. Achtung. Na, sie ist nicht lang genug, ne? Aber die Nase ist das Erste, was man sieht. Ja, es ist schon ein bisschen, wenn du mit dem Flugzeug unterwegs bist, dann ist deine Nase teilweise in einer anderen Zeitzone. Ja, kann durchaus sein. Wie der Chat es auch sagt, 555 Nase, das ist die Begleitnummer zu 555 Schuh. Aber wo war 555 Nase nochmal her? Ist das jetzt nur von of Queens oder so? Ist das King of Queens? Ich hätte schwören können, es ist von King of Queens. Ich hätte gedacht, das wäre die ableitende El Bandi. Nee, es ist El Bandi-Witz. Es gibt 555 Schuh oder auch Rügne, aber es gibt halt, da wird nicht Nase gesagt. Also es gibt in El Bandi kein 555 Nase. In Deutschland hat man das ja nie gemacht, dass man so quasi auf einem Tastentelefon die Buchstaben durch Zahlen ersetzt, wie in Amerika, ne? Ich habe das anfangs auch nicht verstanden, was die da, warum die da was sagen, also wie man da Wörter eintippen könnte. Oh ja. Oh. Jetzt muss ich ganz schnell mich mal bewegen. Seelenpfeil! Der Falsche! Na, was heißt der Falsche? Ja, der andere trifft immer den richtigen, mein Seelenpfeil. Und von hinten kommen noch. Oben steht einer auf der Zinne. Heller von Zinn. Ja, da ist er. Da ist er. Mach Seelenfall. Ja, da ist jetzt, ne? Bist du nicht eher Heller von Zinken? Ich bin Heller von Zinken. Aber ich finde, Mike Krieger ist immer noch so. Mike Krieger ist nicht schlecht. Mike Krieger ist, wenn man die Nase kennt und vielleicht in den 90ern groß geworden ist, auf jeden Fall super. So, du kannst ja, hast du nicht die Einsteiger damals, hast du auch gesehen? Ja, natürlich. Ich will den demnächst nochmal gucken. Und da Mike Krüger ja abgesagt hat. Er ist in HD auf Amazon Prime. Wir können ihn gerne mal in der Watchparty gucken. Oh ja, also er ist bestimmt immer noch grauenhaft scheiße. Ich habe den Anfang vor ein paar Jahren nochmal wieder geguckt. Willst du vielleicht auch danach im Land der Raketenwürmer mitgucken? Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Okay, dann machen wir jetzt einen Deal, weil der... Raketenwürmer habe ich auf Blu-ray sogar. Wie gesagt, ich brauche es ja, hierbei. Ja. Aber es gibt beides, gibt es bei Amazon. Mit Anton habe ich nämlich vor, im Land der Raketenwürmer zu gucken. Den kennt er nämlich noch nicht. Oh, ja. Den besten Film aller Zeiten. Und ich wette, er kennt auch die Einsteiger noch nicht. Weil den kennt, da würde es mich nicht wundern, wenn er keiner kennt. Ja, aber es ist so ein bisschen, wann hast du den das letzte Mal gesehen? Dann denkt man auch daran, das muss doch irgendwie besser gewesen sein als das. Also, er ist gar nicht so schlecht gealtert. Ich musste sogar richtig lachen, weil ich fand, er ist erstaunlich gut. Ja. Also, ich habe ihn vor einem halben Jahr geguckt. Also, ich fand ihn erstaunlich gut.
Hast du mal sowas wie Piraten sind der Powerplay nochmal reingeschaut? Nee, weil das wiederum, da sind wir, glaube ich, das ist nicht mehr so gut gealtert. Oh, du hast keinen Estus mehr, ne? Ja, oh shit, na, das ist ärgerlich. Und dann gehe ich nochmal zurück. Ich glaube, ich persönlich glaube nicht, dass Piraten seiner Powerplay besser ist als die Einsteiger. Nee, und auch, das weil Einsteiger ist auch hat die originellere Idee. Ein Produkt seiner Zeit. Natürlich, Einsteiger hat die originellere Idee. Mein Gefühl, wenn ich solche Sachen nochmal mit Mike Krüger und Gottschalk und du hattest ja auch im Umfeld dann auch die ganzen Filme mit Karl Dall oder sowas gehabt, ja. Die sind auch irgendwie, haben sich ein bisschen zu sehr als Stecher selber dann dargestellt? Mike Krüger und Gottschalk, hier, wir haben die geilen Schnitten und wir schleppen jede Nacht eine ab und so. Also es ist bei die Einsteiger so, dass Mike Krüger nie was abkriegt. Aber Tommy macht sie alle flach. Da siehst du auch die einzigen Brüste, siehst du bei Tommys Gespielinnen. Ach so, nicht bei Tommy, okay. Und bei Tommy wahrscheinlich auch. Ja, aber, Tommys ja. Brüste, die sind voll Gelatine anscheinend. Ah, nein, eine falsche Waffe. Flaconi. Das muss man erstmal schaffen, mit einem Zauberspruch daneben schießen. Pfeil im Kopf, mit einem Zauberspruch daneben schießen. Man sollte meinen, der Zauberspruch findet sein Ziel, auch ohne dass ich genau ziele. Ferngelenkt. Daneben gelenkt. Na, das war gerade doof, aber wir sind ja auch abgelenkt. Ich bin gerade nicht wirklich. Ich hatte mir noch einen Gag aufgespart, aber ich muss doch den richtigen Dreh dazu finden, weil es ist ja Mike Krieger. Ja, wo kommt Mike Krüger her? Aus Quickborn? Kommt der hier aus Bloodborne? Oder? Das ist auch nicht schlecht. Aber keiner weiß, dass Mike Krüger aus Quickborn kommt. Ja doch. Also wenn man Mike Krüger kennt, glaube ich, weiß man auch, dass er aus Quickborn kommt. Nein, ich kenne Mike Krüger und ich weiß nicht, dass er aus Quickborn kommt. Ist schon um die Ecke hier. Ist nicht allzu weit weg. Ist da nicht Krogi hingefahren? Da waren wir. Der große Preis von Quickborn. Ja. Wo du sagst, ja, da haben wir den großen Preis von Quickborn. Und habt ihr bei der Nase super getankt? Oder was war da los? Aber das erklärt, da haben die wahrscheinlich auch viel gedreht. Da ist günstig. Ja. Ja, habt ihr auch. Ja, ihr habt euch im Kreis gedreht mit den Karts. Ist ja klar. Alter. Ja, das macht mich jetzt gerade wütend, dass ich nicht zu dem anderen Beat komme mit voller Energie, aber... Ach, deine Seelen liegen halt noch passieren. Da, ne? Ja, ich will das alles noch mitnehmen. Und du bist schuld! Aber halt dich zwischendurch mal, bevor du hochgehst. Ich hole erstmal meinen Kram, glaube ich, und danach kämpfe ich vielleicht auch mit dem. Aber der ist ja eigentlich mit dem Ding sehr leicht zu machen. Ja, mit dem Stab. Achso, bist wieder da. Der oben. Ja, ist auch der eine, der sich nur verwandelt. Der ist nur ein bisschen schwieriger. Ach, Idiot, falsch rumgelaufen, ne? Ja, auf der anderen Zinne gegenüber. Genau. Die sehen ja gleich aus. Auf der Zinne gegenüber warte ich auf dich im Schneegestüber. Ja, oder so. Irgend sowas, ne? Schwer zu sagen. Erzähl mal, aber... Jetzt ist hier dieser... Jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke jetzt und goodbye. Denn dort drüben an der Lampe steht auch schon die nächste Schlampe. Kannst du heute auch nicht mehr machen. Also, das ist ein Zitat. Also, es ist ja eine nicht konkrete Schlampe. Ja, da brauchst du ja niemand angesprochen fühlen. Vielleicht meint er auch eine männliche Schlampe. Das ist schwer zu sagen, was eigentlich damit gemeint ist. Damals war das sehr lustig. Also, das war einfach Humor damals. Drüber nachzudenken. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. Dann wird meine Lampe schon an, die nächste Schlampe für mich frei. Ab wann wird es zu deinem? Wie oft musst du zitieren, bevor es zu deinem Problem wird? Ja, ich muss. Oder Moment, es ist ja mein Problem. Oh, Moment, ich riech was. Du bist ja in meinem. Stimmt. Das sind die Doofen, natürlich. Habe ich beide Alben von. Das sind sehr gute Alben von den Doofen. Haben die wirklich Alben rausgebracht? Zwei Alben. Oder waren das nur die paar Songs? Ja, also Melodien für Melonen. Das ist das erste. Und warte mal, das andere war Nasenhaare im Abflussrohr? Nee, das war das Buch, ne? Irgendwie. Das kann ein anderes Buch gewesen sein. Es gab doch, also sie haben mal so ein Fake-Buch, Nasenhaare im Abflussrohr. Okay, das weiß ich nicht. Melodien für Melonen war, oder nee, war das der zweite? Ich glaube, Melodien für Melonen war das zweite Album mit dem Superhit Zicke Zack Tzatziki. Das hat dir gefallen, ja, ne? Endlich mal Representation. Ich bin der Frack von Günter Strack. Gregor, du weißt so viel. Warum hast du das nicht besser monetarisieren können? Jesus war ein guter Mann, er hatte einen Umhang an. Jesus war ein toller Typ, den hatten alle Leute lieb. Jesus hatte langes Haar und Sandalen, wunderbar. Jesus hatte Latschen an, wie kein anderer Mann. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Jesus, Jesus, every time fair play. Das ist doch gut. Das waren noch gute Songs, verdammt nochmal. Also, die hat man auch gerne gehört, inklusive im Intercity Hamburg-Köln. Mach ich's mir bequem. Der Zug fährt ab,
Das ist angenehm. Da knackt der Lautsprecher an der Wand. Der Schaffner gibt bekannt. Tuff, tuff, tuff. Wir fahren in den Puff. Tuff, tuff. Ja, das war halt echt die Partyzeit, ne? Das ist so ein Holger ist ein Ballermann-Song. Wir fahren jetzt nach Wuppertal und gehen dort in ein Bumslokal. Da fahren wir nach Bielefeld, dort haben wir nämlich vorbestellt. Es sollte so ein schöner Stream werden. Entschuldige. Dark Souls. Ich habe den jetzt leider wieder nicht gekriegt. Das, ne? Ist, er macht aber nichts da. Das ist ja Übung. Der ist zu schwer. Also der ist nicht zu schwer, aber der ist zu schwer mit dem Power-Set, was ich gerade habe. Mm. Ich kann natürlich den schon jetzt 100 Mal machen, aber ich hebe ihn mir lieber auf für später, wenn ich ganz ehrlich bin. Dann Seelen abholen und weiter, oder? Weil der ist ja auch nur, das ist ja nur so ein Bonus-Ding, ne? Den muss ich eigentlich machen. Aber da komme ich nochmal dran vorbei. Siehst du, dem Chat gefällt's, dann soll es ja auch mir gefallen. Alles, was die GEMA zulässt. Es ist aber auch gerade irgendwie nicht rechtens, was hier passiert. Die Hunde gibt's ganz genauso bei Bloodborne, oder? No? Ey, es sind überall dieselben Hunde. Resident Evil, irgendwo ein Hundezwinger, wo die alle herkommen. Da haben wir eine Lieferung Zombie-Hunde nach Lothric. Können sie welche in Raccoon City noch bei auf dem Weg ablegen? Okay, die hätte ich halt jetzt echt killen sollen, ne? Die sind halt echt nervig. Ja, jetzt kommen sie nicht mehr, oder was? Oh, jetzt verwandelt sich der Typ. Mann, ärgerlich. Wobei die, oh, ich dachte, hier geht's weiter, um ehrlich zu sein. Du musst irgendwo hier weiter rein, auf jeden Fall. Da ist der Typ, da ist er. Mach Magie von da, ne? Der kommt in die Ecke. Das wäre ja der Mega-Cheese, ne? Wenn er das ja, Cheesy hat ja mal nicht, Mann. Nee, okay, das bringt nichts. Jetzt habe ich aber meine schönen Waren hier in der letzten hintersten Ecke abgelegt. Ja. Da sind Sie sicher. Die Zombiehunde aus Lothric. Guter Bandname. Mhm. Lothric liegt das in Polen? Klingt so. Klingt so ein bisschen, ne? Sieht auch ein bisschen aus wie Polen. Guck mal, das eindeutig Polen. Es ist, wenn ich Danzig einmal erkannt habe, erkenne ich es immer wieder. Kann ich ja, du könntest auch hier links runter, sonst, ich weiß aber nicht, ob du ja, drauf ich hole meinen Scheiß erstmal noch. Diesmal mache ich es richtig gerne. Und wenn nicht, dann bin ich ja eh tot. Oh, bist du anvisiert? Holy shit. Ja, okay, das war es ja jetzt eh für meinen Kram. Das finde ich immer ganz gut, wenn man dann weiß, okay, das kann ich jetzt auch sein lassen. Ich weiß zumindest immer noch, du konntest da, wenn du hier runter gehst von deinem Feuer, da kannst du links runter zu irgendwelchen Aufzügen, aber ich weiß nicht, ob man da schon runter kann oder weiter hoch. Also hier gleich, wenn du links guckst. Ja, also immer, ich weiß ja immerhin, dass da oben jetzt nichts wirklich Spannendes ist. Ich dachte hier links, ach da. Ja. Ich weiß noch nicht, ob man da schon runterkommt oder ob man später wieder hier hochkommt. Oh, dieser eine Dödel mit seinem, der jedes Mal wieder neu kommt und denkt, jetzt habe ich nochmal eine Chance. Jetzt kann ich glänzen. Jetzt kann er sich bei seinem Chef mal richtig beliebt machen. Guck dir es an, wie er da steht. Der kommt von unten an, ne? Von der Treppe. Nee, der ist schon weg. Ach, der. Hast noch zwei Pfeile drin. Oh, dieser Penner. Den will ich jetzt haben, ne? Das will ich ihn auch haben. Hast du es gesehen, mein Freund? Du entkommst meiner Rolle nicht. Deine Rolle ist es zu sterben. Okay. Nein. Natürlich. Klar, warum nicht? Why not durchhauen? Oh, du hast falschen Estus. Ey, jetzt habe ich aber auch alle Fehler einmal gemacht, ne? Du hast ja tatsächlich auch noch Magie-Estus, habe ich ganz übersehen. Habe ich auch. Ich muss aus Versehen eben gewechselt haben, ohne es mitzukriegen. Aber dafür, dass die Magie jetzt dreimal so stark ist im Moment wie meine Schläge, ist das ja eigentlich. Mach erstmal den Typen oben fertig, ne? Was wo? Ja, ja. Den Pfeil, die man. Du bist auch so ein kleiner Backseat-Gamer, ne? Ja, dafür bin ich hast ja du kein Problem mit. Kannst du. Kein Problem, einmal Bescheid sagen, weil du läufst uns ja wieder rauf. Voll easy. So. Boah, kannst du der Typ da oben wieder alle dann wegmammelt? Mit dem Pfeil und Bogen könnte ich das ja. Pfeil und Bogen ging das, ne? Genau. Betet ihr? Ich will die Betenden natürlich niemals stören. Das würde ich niemals machen. So! Der Hund kommt. Der hat Energie. Oh, der Hund aber jetzt im falschen Moment. Ich mache alle Fehler gerade. Der kostet ständig neue.
Ich will dich nur ganz schnell. Den will ich ganz schnell, lass mich kurz den Eimer killen. Ah, es ist super schwer. Naja, ist nicht schlimm. Ich fühle mich wohl dabei. That, that is Souls, da muss man sich mal wieder dran gewöhnen. Ich habe mich erschrocken, dass ich Peter Andre gerade noch hier habe. Vor allem viel zu schnell unterwegs. Da kann man eigentlich viel mehr Zeit sich lassen und muss nicht so hetzen, wie ich das hier tue. Da muss man, ich habe dann manchmal nicht die Geduld, alles nochmal zu machen, so quasi nach Vorschrift. Ich kenne kenn das. Ja. Aber es ist halt wirklich der Weg. This is the way, verdammt. So, wo ist denn der Typ da unten? Konnte ich eben so schön draufspringen. Also aber es ist für mich gefühlt immer so ein, du hast immer so Anflüge von Selbstvertrauen, wo du dann irgendwann an den Punkt kommst, okay, jetzt kann ich die gut bis dahin besiegen, bis ich wieder voll auf die Fresse bekomme und dann wieder vorsichtig spiele für eine Zeit lang. Wo ist er denn? Kannst du ihn markieren mit Lim Lock On? Nee, leider nicht. Genau. Der ist unter dir, muss er sein, irgendwo. Wo bist du? Ja, eben war er doch noch da, oder? Du hast ihn doch auch gesehen. Ja. Na aber ja. Mach mal den hier. Vielleicht ist er runtergefallen. Das kann sein. Okay, so. Den ignorieren wir. Hoffentlich kommt er jetzt nicht runter. Da war der Hund. Da war der Hund. Okay, so, nochmal. Das habe ich jetzt aber echt nicht kommen sehen, dass sie sich da zusammengerauft haben, da unten die Treppe hochkommen. Die sollen mal gefälligst da bleiben, wo sie herkommen. Ja, schon gesagt, weißt du, was jetzt lustig wäre? Wir gehen da die Treppe gemeinsam hoch, ne? Überraschen wir den. Naja, es hat ja auch funktioniert. Never change a running tactic. Jetzt werde ich mal anders machen und werde mich hier langsam durchschnappen. Brauch mal, was ich brauche, ist ein richtiges Schild, weil das Schild hier ist ein Schildbürgerstreich. Das schildet nämlich gar nicht richtig viel. Wo sind sie denn jetzt alle? Eben gar. Okay, dann jetzt kommst du erstmal. Ja, das ist schon angenehmer. Er hat eine helle Bade, so ein langes Ding. Ich habe am Ende habe ich den längeren Hebel. Das längere Bade. So. Den anderen mit der Axt wahrscheinlich auch, oder? Ja, aber ich muss das ja auch mal lernen. Dann kannst du gut stunlocken wahrscheinlich. Ja, ne, der ist direkt durch. Muss ich einfach nur meine Ausdauer komplett ausreizen. Oh, ah, aber wenn er dann trifft, ne? Wenn er dann trifft, so, du kriegst auch einmal den magischen Schuss. So, da unten ist auch gleich noch einer, ne? Man muss hier einfach ein bisschen kontrollierter sein. Nicht immer nur einfach rumrennen. Ich weiß das ja eigentlich, aber es ist halt manchmal zu verlockend, einfach mal durchzurennen. Aber meine, ich bin schon sehr schnell. Aber guck mal, das meinte ich. Ich habe ein sehr kleines Messerchen. Einfach nicht. Anders als die Nase. Das ist nicht die Größe des Messers. Ja, aber doch, hier würde ich schon sagen, hier ist die Größe des Messers nicht unentscheidend. An der Größe seines Messers erkennt man die Nase des Johannes. Irgendwie so war das, ne? Okay, du kommst von der anderen Seite hoch. Ja, dann jetzt natürlich die Frage nach dem Wege stellt sich mir. Soll ich vielleicht doch oben den Typ killen? Das kann durchaus sein. Kannst du hier auf der gegenüberliegenden Seite was machen? Nein, ne? Ich glaube nicht, vielleicht hier links irgendwo, nee. Ja, dann musst du doch da hoch. Irgendwo ging es rein in einen der Türme, meine Das denke ich auch, weil ich weiß, ich muss diesen Mutantenknödel, muss ich gar nicht besiegen. Ja, mach ihn aber doch trotzdem in Ruhe, ne, wenn du die anderen einmal weg hast. Ja, ob das jetzt so einfach klappt, der ist eigentlich nicht so schwer. Es ist nur die Masse an Gegnern, die es hier nervig macht. Na, wenigstens ist der weg. Ah, geht's hier weiter? Nee, auch nicht, ne? Da was hoch, ja? Da hast hoch du, ach, geht's. Du hast ihn schon gekillt, glaube ich, bevor er sich verwandelt hat. Ach, man kann das überhaupt? Ja, du hast ihn tatsächlich vorher noch geschafft. Na gut. Tut mir leid, aber ihr seid Zeugen. Bring die Zeugen alle um. Ja, aber die hatten jetzt genug Zeit. Spätestens du hättest merken können, dass da was im Busch ist. Okay. Jetzt so, da war die Sackgasse. Und ja, hier würde ich gerne hoch. Kann ich nicht. Auf der rechten Seite hier. Hinten rum. Auch nicht, ne? Also, warte mal, ich weiß gerade auch nicht. Aber wir finden das schon. Vielleicht muss ich hier mal beten oder so. Dann doch irgendwo unten. Also, irgendwie kommen wir doch hier rein. Nee, auch nicht.
Was steht hier eigentlich immer? Die Schatz voraus. Das war immer Quatsch, oder? Das ist Quatsch. Oder ich hier an der... Mach mal, Illusory Wall, immer zur Sicherheit. Hau mal auf die Wand. Es gibt ja ab und zu mal Illusionswände. Ja, ich kenne das von früher, von anderen Teilen, aber... Also da muss man gegenhauen, dann, ja, dann genau. Enthüllen die sich, okay. Also, sowas finde ich immer gemein. Immer nur Quatsch, immer nur Lügerei. Zu 95% ist das alles falsch da drin. Ja. Deshalb gibt es ja auch die Bewertung meist. Links am Feuer, Jungs. Also da, wo wir angefangen haben. Ja, also wir sind natürlich auf dem besten Weg dorthin. Wir wollen ja erstmal alles erkunden hier. Ja, ich meine, mal kennenlernen. Ich finde es ja interessant, dass du auch nicht genau weißt, wo es weitergeht. Ich das wäre ja auch wenn schade. Wenn du dir eine neue Wohnung holst, guckst du erstmal, wer da in der Nachbarschaft wohnt. Ne? Oh, hier, da gucken wir. Apropos Nachbarschaft. Ja, Begrüßungsgeschenk. Genau, ihr eigenes Herz. Ah, da, nee, okay. Oh, was hört's? Was hört man da? Ach, wo kommt da der? Da ist der Typ, du. Deswegen war der vorhin nicht da. Das ist alles war so kurz irgendwo langgelatscht. Da hoch. Ja, ja okay. Irgendwie logisch, ne? Hätte man sich wahrscheinlich zusammenreimen können. Ne? Okay, ja, okay, da geht's hoch. Logic. Moment, waren wir hier nicht schon? Nee, ist das hier, neu? Hier ist das neu? Ja, hier kannst du weiter runter, glaube ich. Okay, was ist das denn? Oder? Ja, so ein Schwertdingens. War nichts für mich. Können wir hier nicht runter? Oder hast du von hier angefangen? Ah, hier bist du reingegangen. Hier habe ich, angefangen. Hier bist du reingegangen. Von da hoch kommt ihr. Okay, danke, okay. Chat. Ihr seid ja ein bisschen verzögert, deswegen regt euch nicht auf, wenn wir nicht immer reagieren können. Hier, ach, hier um die Ecke. Hier? Hier. Wo ist denn eine Ecke? Das hier? Guck mal hier weiter. Nein, das wäre zu krass. Okay, wo wollt ihr dann? Ja, lass mal gucken. Hier, eine Ecke gibt es noch. Hier ist noch eine Ecke. Nee, auch nicht. Okay. Hier? Nee, da sind wir her. Nee, warte mal. Gibt es zwei Treppen irgendwo, wo du runter kannst? Oh. Es gibt zwei Treppen, ne? Nee, da warst, da warst du gar nicht. Da warst du gar nicht. Es sieht nur genauso aus. Ja, das ist ja auch echt blöd gewesen hier. Das stimmt, da hätte ich... Oh, siehst du, da ist schon... Da ist der Drache. Drache. Fuck. Ja, und es sieht nur genauso aus. Ja. Aber der Drache ist dann doch ein ziemlich deutliches Zeichen, dass wir hier in einem neuen Gebiet sind, in einem anderen Gebiet. Ja. Oh, kann ich den von hier? Magie. Nein, ich will den stechen. Okay, kannst du ihn backstabben? Scheiße! Okay, komm, ich. Dass der die Gegner nicht schnetzelt. Mach! Greif an! Jawohl. Das muss ich mehr lernen. Sieht ein auch besser Bäuchling. Aus. Ein guter Bäuchling. Oh, der riegelt jetzt die Gegner gegenüber dir auf. Tja, da riegel ich doch lieber ab. Oh, irgendwie, gibt es eigentlich für die Punkte? Ein bisschen. Ja, die kannst du ruhig weghauen. Nimmt man mal mit, ne? Also ist jetzt nichts, was ein Speedrunner nehmen würde, aber ich meine, ich kann es vielleicht schon gebrauchen. Kein Save the Animals hier. Schön. Okay, so, hier pariere ich. Ach, Mann. Das Timing, ich hab's noch nicht raus. Ein bisschen... verschieden. Ja, beim zweiten triffst du ganz gut, wenn die diesen Nachstecher machen. Oh, und gerade Schwert, hilft dir das vielleicht? Was, so ein gerades Schwert? Du hast so ein gerades Schwert gesehen. Ja, das kann man auf jeden Fall mal gucken. Ja, das kann man echt mal versuchen. Nee, Moment. Kann ich den eigentlich jetzt hier? Nee, leider auch nicht. Okay, na gut. Ich kann die halt alle nicht nehmen. Ja, die brauchen alle wahrscheinlich hier. Ich eine ganz dreckige Scheißklasse. Dexterity. Aber eigentlich finde ich es auch gut. Ich bin eigentlich gerne Zauberer. Mach das schon ganz gerne. Da geht's hoch. Da geht's, da, und das hier geht's ist richtig. Runter. Runter muss man. Ja, aber hier ist ja ein Drachen, ne? Da will man ja schon auch mal Hallo sagen. Ist es so gut, den jetzt zu schlagen? Der pennt. Komm schnell, bevor der bimmelt. Ja. Okay. Der ist versteinert oder so. Oh, mal doch direkt wieder eine, was für eine Demütigung. Irgendeiner hat da oben drauf ist da raufgelaufen. Ich traue mir natürlich jetzt eigentlich nicht irgendwas zu machen, weil alles könnte dazu führen, dass er aufwacht, aber dann haue ich einfach schnell ab. Da kann schon nichts passieren. Es ist ja schließlich Dark Souls. Wäre ein unfair. Hier wird doch kein unfaires passieren. Spiel. Oh, ich kann euch sogar von hier erwischen. Ey! Sogar ohne den Lockern, ey.
Nicht schlecht. Okay, hier komme ich nicht durch, oder? Ja, oh, da hat er was an seiner Klaue. Siehst du das? Oder? Ist das was, was? Kannst du da was kriegen? Nee, das sieht nur rot aus. Wenn ich hier so runterrolle? Ja. Was ist da? Nix, das heißt, leider. Das ist nix. Nothing. Interessiert ihn nicht, ne? Ist schon tot. Weint nicht um mich. Denn auch. Ich bin... Oh, aber du hast... Ja, Secret Mon nannten sie mich. Achso, der eine ist nicht so gut versteckt hier, oder? Ah! Hast gesehen, sie arbeiten zusammen. Koop. Du hast doch kein Estus mehr, denkt man. Ja, okay. Noch einen. Okay. Oh. Ja. Du kannst deine Magie auch mal aufladen. Das ist ohne Langschwert und eine Brandbombe. Ja, schade. So, wo... jetzt noch mal ich so... Ich glaube, ist da direkt gleich schon das nächste Bonfire unten. Ich könnte mir vorstellen, nicht? Dass hier eins kommt. Aber also irgendwo... Entweder ist direkt gleich unten eins, wo du da bist, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Schon lange her. Ja, erstmal eine Abkürzung oder sowas, vielleicht auch irgendein Türchen aufmachen, das ist nie falsch. Ah, ist schon offen, okay. Sogar noch einfacher. Eine Seele. Okay. Ich weiß, wo wir sind. Nee, lieber zurückgehen, meinst du? Ich weiß nicht, ob ich hier... Ich bin schon Backseat-Gamer, oder? Ja, aber um ehrlich zu sein, würde ich jetzt auch... Ich meine, ich habe ja wirklich jetzt gar nichts. Ja, du weißt ja, wie du hier wieder hinkommst. Ja. Ne? Und du kannst eventuell einen aufleveln oder so zwischendurch. Ja, ich glaube, mindestens ein Level kriege ich. Es sollte sich lohnen. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Ja, weil jetzt sind die ganzen Gegner auch erstmal weg. Jetzt komme ich noch zurück. Das sollte ich schon ausnutzen. Er hinterließ einen Berg von Leichen. Ja, dann, aber sie kommen... Und guck mal, da sind wir schon. Ja, aber... Hinter dir. Ich habe es kurz gesehen, ja. Ach, da ist das Ding. So weit sind wir gar nicht bisher. Nee, aber unter den, wir haben das Geheimnis unter des Drachens. Zum Aufleveln müssen wir in die Mitte reisen, oder? Ist das so? Okay. Ja, du musst wieder zurück zum Feuerbandschrein. Das ist ja doof. Na gut, sollen wir machen. Ja, Leute, Tipps sind erwünscht. Ihr dürft Backseat gamen, bis euch das Sofa aus den Ohren rauskommt. Haut raus eure Tipps. Allerdings kann ich sie nicht alle machen, weil ich bin auch nicht so gut. Das ist natürlich ein großes Problem. So, jetzt die Frage. Will ich jetzt irgendwann mal mich an diese einen Samurai-Schwert ranmachen? Sagt ihr mir mal Bescheid, ob dieses Samurai-Schwert gut ist, ob ich dafür leveln sollte oder nicht. Bis dahin mache ich weiter. Du brauchst 16 Geschicklichkeit oder so für das Samurai-Ding? Ja, Stärke kann ich aber auf jeden Fall auch mal machen, oder? Ist das nicht gut? Stärke ist immer, du siehst ja, wie viel deiner Angriffskraft, das hilft dir noch. Du es hilft ja immer. Nahkampf. Ja, dann bleibe ich jetzt nämlich erstmal, bis Stärke zweistellig ist. Uchikatana ist okay, aber nur für den Dex-Build. Okay, okay. Also nur, wenn du auf Geschicklichkeit skillst. Endlich mal ein interessantes Game auf deinem Kanal. Ah, das wage ich zu bezweifeln. Endlich mal. Ich habe so viele Spiele. Ich glaube, ich habe von allen Leuten am meisten Spiele in der kürzesten Zeit gespielt. Wenn da nichts bei diesen 60 Spielen für dich nichts dabei ist, bist du vielleicht einfach kein Gamer. Na du. Oder dann sag mal welche, die ich mal machen soll, weil ich habe, glaube ich, alle mittlerweile mal gemacht. Du hast gerade jetzt das Spiel gefunden, was dieser Person gefällt. Das ist doch schön. Nein, klar, ich freue mich auch nur. Das sagt sich ja immer so leicht, aber ich mache wirklich verdammt viele Spiele. Also es würde mich verwundern, wenn ich nicht noch irgendwas anderes für dich hätte. Okay, also Stärke war vielleicht gar nicht so... Die richtige werde ich mir merken beim nächsten Mal und nochmal erfragen. Stärke, ist das richtig rum? Falsch ist es in dem Sinne auch nicht, aber es wäre etwas Besseres. Du machst ja auf jeden Fall Nahkampf, also schaden kann es eigentlich nicht. Ich glaube, jetzt am Anfang. Mann, halt doch mal die Guschen, ey. Wie
wollte nur Hallo sagen. Das ist irgendwie auch was Schönes, so einfach nur vor ihm zu stehen mit so einem Stab und ihm einfach grinsend so ein Lichtball in die Fresse zu ballern. Das eigentlich sagst du dir dann im Intern immer, du kommst nicht vorbei, du kommst nicht vorbei. Ey, auch weil jemand sagt, ich würde gerne mal wieder Phantasmagoria 2 machen, aber wir dürfen es nicht. Es wir ist nicht. Schlicht und ergreifend zensiert, indiziert, es geht nicht. Bis es irgendwann frei wird, ja, machen wir es. Wir müssen mindestens noch 6-7 Jahre warten, glaube ich, bevor die 25 vorbei sind. Ja, ich hatte immer noch gehofft, dass jemand, auch weil jetzt Curtis Craig und so ja so ein bisschen auf Twitter und so versucht, die Werbetrommel zu rühren, dass die vielleicht so ein Remaster machen. Das ist machen. Die Sache, bei Rocket Beans können wir natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie es, Twitch ist ja kein deutscher Verein, sozusagen. Ach, du meinst, hier könnte man es machen? Ich weiß es nicht, kann man gerne mal checken, aber bei Rocket Beans haben wir natürlich hier gelten wir als Sendeanstalt, ne? Und da halten wir uns natürlich auch nach deutschen Gesetzmäßigkeiten. Ja, da werde ich mich nochmal informieren, weil wenn ich hier Phantasmagoria 2 spielen darf, würde ich das natürlich auch gerne nochmal mit dir einfach nochmal spielen. Was ist denn, nachdem wir es schon durch hatten bei Spielen mit Bart? Gibt das so viel Sinn? Wobei nach so vielen Jahren? Du musst ja nicht mit. Also ich spiele eh all diese Spiele nochmal. Also so, ne, weil es einfach irgendwie lustig ist und geil und irgendwann ist immer die richtige Zeit und dann hast du es auf deinem Kanal, du kennst das ja. Ja, man hat es irgendwann gut genug vergessen. Ne? Genau, und ich sage ja nicht, dass wir es machen müssen, ich wollte es nur vorschlagen. Ich bin da für sowas immer zu haben. Ja, check sofern du rechtlich im rein bist, was das ist, dass du nämlich das keinen Stress bekommst. Das ist das Hauptproblem, ja. Komm, mach! Na toll, jetzt konnte ich natürlich nicht. Ich will das jetzt machen. Na shit. Ja, der schwingt erstmal und trifft dich danach eigentlich erst. Ach, ärgerlich. Ich würde das halt echt gerne hinkriegen, aber ist gar nicht so einfach. So, mach ich erstmal einen weg. Das nervt natürlich auch, immer so einen abzukriegen, während man gerade mitten am Kämpfen ist. Schon wieder keine Energie, ne? Habe ich denn eigentlich so einen Zauber, der mir Energie gibt? Das wäre natürlich nice, wenn man sowas hätte. Das würde mal wirklich Sinn ergeben auch. Ja, du kannst, es gibt doch bestimmt Zauber für sowas. Ich weiß nicht, ob du hier mit dieser Klasse das schon machen kannst. Oder ob du dafür eine andere Zaubererklasse bräuchtest. Nein! Oh, Alter, ich hab's kommen sehen, dass er mich noch trifft. Ganz andere, wenig. Andere Health Items hast du nicht, ne? Da könnte man eigentlich mal gucken, ne, ob ich sowas hab. Ah, nee, aber viele Brandbomben hast du. Humanity. Wobei, ja gut, Humanity halte ich in der Theorie. Ist aber auch schon das nächste Bonfire? Ja, ja. Aber es dürfte nicht so weit weg sein. Ja, mal gucken. Na nun, waren wir hier nicht schon? Nee, pass auf. Oh oh! Oh, nicht der! Okay, ich muss abhauen. Weil ich habe ja wirklich jetzt gar nichts, ne? Das ist ja bescheuert. Ja, jetzt kannst du ihn mit der Magie weghauen. Der falsche, ich weiß, aber mach das. Na klar. Ah, eine Person mit Fall und Bogen muss ja immer dabei sein. Da ist auch ein Bonfire in der Nähe, aber wir haben es leider nicht finden können. Ich muss mich langsam leider vom Dann machen. Aber du bist doch erst seit 10 Minuten hier. Ist erst seit 10 Minuten, ja. Hätte ich doch bloß 11 Minuten Zeit. Nee, das war mir eine große Freude. Dann mache ich auch kurz Pipi-Pause und dann sehen wir uns. Wir sehen uns ja die Wochen gar nicht mehr, ne? Naja, aber vielleicht noch die Tage über. Ey, diese Nummer mit Anton und Raketen, darf ich dich damit einplanen? Du, hau mich mal an. Ich muss gucken, ob ich Zeit habe. Ne? Du musst jetzt nur sagen, wann ihr das plant. Wenn ich Zeit habe, bin ich natürlich gerne dabei. Okay, dann machen wir also demnächst Land der Raketenwürmer und die Einsteiger mit Gregor und Anton. Also die Einsteiger auf jeden Fall, glaube ich. Land der Raketenwürmer ist super. Ne? Gucken wir, wenn die Zeit dann noch reicht. Also musst du auch nicht. Machen wir aber eh an einem Tag. Also kannst du vorher einfach kommen, dann gucken wir das auch noch. Mit Craig Müger. Alter, wie geil. Okay.
Ich freue mich drauf. Da hat das doch was gebracht, dass du hergekommen bist. Ja. So, ich bringe den Gregor jetzt nach Hause. Dann noch schön ins Bettchen legen. Dann tucke ich ihn noch so richtig schön ein. Er mag es wie so eine Raupe in seinem Bett. Und dann von allen Seiten. Verrat und dann doch nicht noch, alles. Gebe ich ihm noch so einen richtig feuchten Kuss auf die Stirn. Und so, durch so, auf die Stirn. Wo, ja. So ein Kuss, wo du danach von der Mutter so das Gefühl hast, du musst dir es abwischen. Du weißt, es trocknet, aber du willst es abwischen. So einen Kuss kriegt er von mir und dann komme ich wieder her. Das alles dauert knapp 3 Minuten und dann sehen wir uns wieder hier. Deswegen machen wir kurz Werbung. Bis gleich. Bis jetzt schon. So. Das läuft trotzdem weiter. Ja. Hi, hallo. Schön, dass ihr, Moment. Ist ja voll ungemütliche Farben hier. Schön, dass ihr jetzt hier seid, immer noch hier seid, wieder hier seid, gerade hier seid. Auf jeden Fall seid ihr. Ich habe gerade noch Gregor ins Bett gebracht. Er hat sich ein bisschen gesträubt heute. Will noch nicht, es ist noch gar nicht so spät. Oh, lass mich doch noch mal kurz gucken. Will wenigstens die Tagesschau will ich noch. Nein, nein, wir wissen genau, Gregor, du weißt es doch. Wenn du jetzt noch die Tagesschau guckst, dann bist du wieder bis 11 Uhr wach. Und wann soll denn dann der Simon Dark Souls weiterspielen? Na gut, aber morgen, morgen machen wir richtig lange, bis 10 Uhr, sag ich dir. So, und jetzt ist er am Wegratzen und wir sind hier endlich zusammen. Wobei ich sagen muss, das hat mir sehr viel Freude gemacht mit Gregor. Es macht mir natürlich immer sehr viel Freude mit Gregor. Er war jetzt auch viel länger dabei, als er angekündigt hatte. Insofern bin ich ihm echt dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat, hier ein bisschen abzuhängen. Wir haben gerade eben noch besprochen, dass er durchaus auch mal wiederkommt, zu einer der Watchpartys vielleicht. Aber jetzt sind der Nasenmann und ich ganz alleine. Danke, Jax Divilane, für dein Abo. Tut mir leid für alle anderen, die jetzt in letzter Zeit, ich weiß, da waren mindestens 20 Leute, die haben wir abonniert oder die haben abonniert und ich konnte sie nicht vorlesen. Es tut mir leid. Es soll in Zukunft wieder besser werden. Ist lustig hier im Hintergrund, ihr hört es nicht, aber da läuft jetzt wieder diese Halo-Musik, weil dieser Helm ständig, sobald Licht angeht, fängt er einmal an so la 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 und das passiert jedes Mal, sobald er irgendwie registriert, oh, jemand ist vielleicht im Raum. So, okay, wir spielen Dark Souls 3 jetzt ohne Ablenkung, obwohl die mir sehr, sehr wohl gekommen ist und auch sehr gefallen hat. Bin ich aber auch froh, jetzt quasi mich komplett aufs Spiel konzentrieren zu können, weil es ja doch schnell passiert, dass man, wenn man antwortet oder so, den nehme ich doch lieber den Magier wieder, dann einfach vergisst schnell mal zu schlagen oder so und dann war es das schon. Ja, nicht ganz, ne? So, ich mache die jetzt einmal, mache ich die alle kaputt, weil ich will einmal auch die ganzen Punkte behalten. Ich hole ja gleich meine alten Seelen wieder und dann ist das hoffentlich genug für ein weiteres Power-Up. Power-Up. Oh, Alter. Simon, der alte Dark Souls-Crack. Ein Power-Up. Natürlich für ein Level-Up, ne? Okay. Zum Glück habe ich sehr, sehr viel Ausdauer noch im Moment. Die wollen aber auch nicht wirklich, oder? Die wollen es gar nicht. Er hier, dann noch der hier, der will auch nichts richtig. Der fällt direkt um. Okay, und dann geht's runter. Dann gehen wir mal runter. Volle Energie. 3 Estus. Schwert in der Hand. Alles in Ordnung. Willst du online spielen, musst du Glut benutzen. Werde ich alles noch machen. Ich spiele ja gerade erst 2 Stunden oder so. Also mal gucken, wie weit wir kommen. Bock habe ich sehr viel, muss ich ehrlich sagen. Weil das ja schon lange auf meiner Liste ist, das Spiel. Und für alle, die wissen wollen, was heute noch passiert, ihr könnt immer gerne im Sendeplan nachgucken auf Twitch. Aber auf Twitter werde ich auch häufiger mal so einen Sendeplan posten. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Wir spielen um 10 Uhr heute nochmal 2 Stündchen Rainbow Six Extraction mit Wirt und Crunchy. Crunchy ist eine sehr bekannte und sehr talentierte E-Sportlerin in dieser Rainbow Six Welt und die wird uns, glaube ich, Wirt und mich sehr leicht da durchführen.
Hoffe ich zumindest. Müssen wir mal gucken, wie es wirklich wird. Jedenfalls ist das dann heute um 22 Uhr. Und ich kann gerne die Frage beantworten. Wow! Ach, die Seelen kriege ich jetzt alle? Ja, vielen Dank, Drache! Das war eine gute Aktion von dir! Du bist ja gar nicht so scheiße, wie alle sagen! Du bist ja eigentlich ein cooler Dude, ey! Ja, ja, mach das doch! Mach das doch! Mach das nochmal! Ja, was ist jetzt hier los? Oh, mein Grün ist noch aus. Ja, sorry. So, ich nur noch kurz. So, fertig. Und schon ist alles in Ordnung. Jetzt sitze ich hier auf meinen Seelen. Kann immer runter gucken, wie es meinen Seelen so geht. Noch geht's ihnen gut. Ja, holla die Waldfee. Da hat der Drache jetzt aber mal so richtig aufgeräumt. Dem hat hier sein Holzschild aber auch nicht geholfen. Sind wir noch da? Ja, aber jetzt will ich da oben meine Seelen. Wie kann ich denn meine Seelen da oben jetzt wieder kriegen? Kann ich die überhaupt wieder kriegen? Ich gehe mal ganz kurz hoch. Ah! Er fängt ja schon wieder an. Ah, jetzt macht das unten. Oben auch. Ja, komme ich denn da gar nicht mehr durch jetzt? Doch. Warum war denn jetzt zu? Das letzte Mal, als ich da durch bin, war doch noch offen. Naja, es muss eine andere Ecke sein. Okay. So, ich will das jetzt holen. Wie kriege ich diese Sachen? Okay, jetzt aber, oder? Okay. Alles für die Keule. Danke, Bangommel. Danke, Cookie Fresh, dafür, dass ihr hier mit mir zusammen leidet. Oh Mann, diese Kette. Ist das eine... Das ist ein Monster, ne? Das ist eine Monsterkette. Ja. Wie kann man denn so eine Monsterkette, also Monsterkiste, wie kann man die killen? Okay, die ist viel zu stark. Die ist viel zu stark, Leute. So, wo ist denn jetzt die Kiste? Da springe ich doch nicht runter, ich bin nicht bekloppt. Hinfort, Kiste! Du bist gleich aus Brei! Es geht nicht. Verdammt nochmal. Ich gehe da jetzt nicht runter. Das ist eine dumme Idee, jetzt runter. Warum soll ich da runtergehen? Das ist doch eine dämliche Kistenidee. Komm, komm her! Warum flüchtet der denn jetzt immer so? Lass mich doch mal zaubern. Es geht nicht. So vielleicht. Auch nicht. Okay, ist vorbei. Ich kann nicht zaubern. Na gut. Ach, eine Abkürzung. Ja, sehr gut. Ist hier jetzt auch wieder der Drache? Oh nein, das ist ja der!
Mann! Na endlich! Gib her deine Seele! Oder was auch immer du da hast! Ich nehme das jetzt an mich! Nur Scheißschwerter! Nichts davon nützlich! Oh, aber immerhin kann ich die Schilder hier benutzen. Okay, das Ding hier ist ganz okay, aber das Ding hier, das ist viel besser. Nee, so wollte ich das nicht. Das ist gar nicht so, wie ich das wollte. So, nehmen wir das Ding. So, und da nehmen wir dann das Schild jetzt. Das große... Ja, oder? Das ist schon besser. Zwei Schilde, genau. La la la. Okay, Doppelschild. So. Ich wette, das geht, oder? Ich wette, man kann Doppelschild spielen. Man kann ja mit dem Schild auch hauen oder so. Bestimmt kann man auch töten. Der dumme Drache hat überhaupt keine Ahnung, dass ich hier stehe. Er hat nichts mitbekommen. Deswegen seid ihr ausgestorben, weil ihr so doof seid. Ach, der wäre schon tot. Da wollte ich ein bisschen räubern. Ah, das ist jetzt die andere Seite. Da hätte ich also auch durchrennen können, aber das will ja keiner. Die kann man bestimmt auch gut so ein bisschen leveln, indem man das immer wieder einsammelt. Jemand sagt, man kann ihn mit genügend Pfeilen töten. Das ist sehr interessant, aber ich habe ja, weiß ich jetzt schon, nicht genug Pfeile dafür da. Jawohl. Jetzt kriege ich sogar noch meine geile Scheiße wieder. Da hätte jetzt keiner mit gerechnet. Na toll. So, wo ist jetzt der Typ, der eben noch geballert hat? Wollen wir mal gucken, wie laut du jetzt bist? Wo ist er denn jetzt? Hallo? Da ist er! Da ist bestimmt noch einer. Hinterhältige Drecksburm. Okay, nee, ist vielleicht doch nichts. Aber da war eben noch einer mit Pfeilen. Warum ist der jetzt weg? Guckt's euch an. Bestimmt hier irgendwo. Okay, das Runtergehen merken wir uns. Vorher gucken wir erst nochmal, was hier ist. Das ist natürlich der Nachteil vom Zaubern, dass es ein bisschen länger dauert und man dann natürlich erstmal gucken muss. Aber da komme ich gleich wieder hin. Das sollte nicht so schwer sein. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich da jetzt eben nicht mehr hinkomme. Wir müssen jetzt ganz vorsichtig sein. Jetzt machen wir es mal richtig nach Gefühl. Der Dude da oben zum Beispiel, der wird direkt mal weggestrahlt. Da rechnet er nicht mit. Dann kommt der an. Oh, no shit, da habe ich aus Versehen Kollateralschaden gehabt. So, da ist der hier noch. Ja, vielleicht gehe ich da mal ein bisschen außer Sichtweite. Ich krieg den von hier nicht. Der wird auf jeden Fall, wird der Alarm schlagen, weil der mich sieht, bevor ich ihn wegzaubern kann. Ah, doch nicht. Na gut. Jetzt muss ich das natürlich alles nochmal machen, aber das ist ja eigentlich keine große Bedrohung. Das sind ja einfach nur herumnervende Gegner. Ja, das war ganz schön weit, ne? Wir waren richtig weit.
Ja, hier die Ecke. Oh Mann, okay. Jetzt will ich aber die Punkte wieder kriegen. Das heißt, ich gehe hoch, trigger den Drachen und renne dann wieder runter, dass die alle abgefackelt werden. Was glaubst du denn jetzt zu mir? Was glaubst du denn, was du da in dem Toreingang finden wirst? Ernsthaft? Willst du mich jetzt verarschen? Die ganze Zeit läufst du im Kreis, aber jetzt plötzlich kommt dir die Idee, dass potenziell hier drin was ist. Na komm. Ja, da hätte ich jetzt kontern müssen, aber das habe ich mich teilweise nicht getraut. Ja, das reicht schon. Gib sie mir die Punkte! Ja, du denkst, das ist eine geile Waffe? Dein kleiner Flammenpfeil? Hm? Ein Zahnstocher, der brennt? Warte mal ein bisschen ab, mein Freund! Hier, Drache! Oh, shit. Das hast du nicht verdient. Zu überleben, meine ich. Das gibt's ja nicht. Zweimal hast du Glück gehabt, aber jetzt ist irgendwann noch Schluss. Okay, ich kann da natürlich jetzt geradeaus auch weiter... Ich nehme an, dass ich da auch... Ich kann hier rennen, oder? Ja, Mann! Jetzt kommt der Riddersmann. Ah, shit, ey. So, wo muss ich denn jetzt lang? Kann ich hier überhaupt hoch? Nee, hier bin ich falsch. Ach, och. Ach, ey, was ist denn jetzt? Eine kurze Frage. Wenn ich das Ding jetzt aktiviere, verliere ich dann meine Seelen? Nein, oder? Ich verliere nicht, ich mach's. Aber ich verliere nicht meine Seelen jetzt, oder? Ich kann die jetzt noch holen. Okay, nein. Sehr gut, danke, Leute. Weil hier will ich ja jetzt meinen Kram noch holen. Der Ritter ist zum Glück weg, den kann ich mir später schnappen. Deswegen zaubere ich am liebsten mit Magie fix. So, jetzt hole ich meinen Kram. Ah! Hinterhältiger Schuss in den Rücken. Von einem feigen Schwanzlurch. Okay, jetzt gilt es sich nur noch zu überlegen, wo muss der alte Mongalf nun als erstes hin? Was wartet auf ihn am Fuße dieser Treppe? Ein Arschtritt vermutlich in das Gesäß dieses alten, verrotteten Zombie-Soldaten. Teile seines Hintern kleben weiterhin an meinem Spitzenschuh. Na? Was wollt ihr denn alle hier? Komm, du kriegst von mir mal einen richtigen. Scheiße, nicht gekontert. Ach, warte mal. Dächer? Jetzt weiß ich gerade nicht. Was kommt denn? Die Gargoyles? Aber das ist Dark Souls 1, ne? Die Dächer mit den Gargoyles ist Dark Souls 1. Ah, dann gucke ich erst nochmal runter. Ich kann auch bald mir nochmal ein Upgrade holen. Das werde ich auch machen.
Oh ja, gut, dass ich damit angefangen habe. Der ist nämlich ganz schön stark, sehe ich gerade. Okay, das ist wahrscheinlich irgendein Shortcut. Man will eigentlich, man weiß, man muss zurück, aber man will auch wissen, wie weit man noch kommt. Ja, das zum Beispiel hätte ich jetzt nicht kommen sehen, dass der hier mit so Wurfbomben am Start ist. Dachte, der ist so ein typischer betender Nervtyp an der Ecke und plötzlich kommt er hinterrücks. Okay, jetzt hoffe ich einfach mal, dass hier keiner mehr kommt. Das wäre doch mal schön. Einfach mal jetzt hier. Ja, okay. Okay. Hallo, Dude. Ah, jetzt kann ich dir gar nicht helfen. Kann man vielleicht mit Pfeilen durch deine Zellentür schießen. Okay, so, jetzt ist wirklich die Zeit, ganz nach oben einmal abspeichern und sich freuen, dass man wieder ein weiteres Level-Up sich gesichert hat. Wir haben 8:30, haben also noch 90 Minuten Easy-Zeit. Und dann geht's weiter mit Rainbow Six Extraction. Moment. Ist das dann ganz oben, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Ah, okay, Moment. Das ist ein bisschen doof, dass ich jemand zurück muss, finde ich. Hier zum Feuerband schreien. Hin und her reisen, nur um kurz zu... abzugraden. Extraction war geil gestern, meint jemand. Ja, ich war überrascht, dass es, obwohl es ein neuer Titel ist, gar nicht so viele Leute zu interessieren scheint. Ich fand es eigentlich sehr interessant, als der Trailer letztes Jahr kam. Und hat auch Spaß gemacht. Gibt auch auf YouTube schon ein Video mit den besseren Runden, die wir gespielt haben gestern. Chiara und ich. Und dann, genau, und dann waren wir ja gar nicht allein. Da kam ja auch noch jemand dazu. Und diesmal sind wir auch wieder zu dritt, allerdings mit Wirt und Crunchy. Very well. Then touch the darkness within me. Take nothing. Okay, so als Vitalität, Kondition, Zauberei und Intelligenz. Moment, Zauberei? Achso, ja, das ist ja okay. Nee, machen wir. Moment. Geschicklichkeit brauchen wir gar nicht. Zauberei und Intelligenz nur? Okay, krass. Ja, dann nehme ich natürlich die. Bis die erstmal auch bei 16 sind und dann mache ich mir neue Gedanken. Das ist natürlich ein guter Punkt, immer besser als du schreibt. Gameplay ist aber recht schnarchig und keine wirkliche Spannung. Da ist GTFO in einigen Bereichen besser. Ja, also Spannung und so, ja, es ist schon ein bisschen was da Wahres dran, muss ich sagen. Das kann ich so zum Teil auch ein bisschen unterschreiben. Allerdings ist es immer schwer, nach ein paar Stunden schon eine Meinung dazu zu haben. Aber ich hatte auch das Gefühl, es ist unterhaltsam, aber sehr bodenständig und gar nicht so extrem, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Macht aber schon Spaß, gibt's aber wahrscheinlich alles auch besser. Okay, soll ich den Rittersmann einfach mal von hier erledigen? Oh, was für du hinterhältige Sau wieder. Du Saubatzen, ey, dir muss mal einer die... Ja. Manieren muss man dem mal beibringen.
Ausdauer. Ja, Mann! Ärgert mich, dass ich schon wieder einen Flakon verloren habe jetzt. Das macht mich nicht glücklich. So, warte mal, war ich hier nicht schon? Ich war hier doch schon. Was habe ich denn im Moment? Hier war ich doch schon. Das ist doch gar nicht das, wo ich hin wollte, oder? Nee, nee, nee. Moment. Wo bin ich denn eben lang? Da unten ist ja nur der Typ. Falsche Ebene, genau. Vielen Dank, Chat. Da muss ich hin. Hier muss ich lang. Da vorne muss ich runter. Jetzt habe ich schon wieder so wenig Estus. Naja. Ah, muss das sein? Ja, kann ich aber auch von hier, ne? Nee, hat nicht funktioniert. Na geil. So, komm, du darfst dafür mal angreifen. Ich raff nicht, warum. Ich muss es gar nicht mal probieren. Ah, es war klar. Ich sterbe jetzt natürlich, weil ich versuche zu parieren. Ich will das Kontern endlich mal checken. Immerhin ist der Speicherpunkt, das Feuer, nah genug, sodass es einen nicht nervt. Schon wieder nix. Das habe ich ja schon wieder verkackt. Ärgerlich. Okay, ich will natürlich den geilen Scheiß da haben, der da rumliegt. Der ist sicher wieder wichtig. Versuch Sprint und dann Stoß in den Rücken. Ja, aber wem denn? Wer ist denn hier derjenige, der den Stoß in den Rücken verdient hat? Du? Du! Ah! Okay! Hei, hei, hei. Kann ich den von hier mit dem Zauber? Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Ernsthaft, das Ding ist so groß wie deine... Alter, und du kannst nicht treffen? Ja, Mann! Okay, kleine Titanscherbe, keine Ahnung wofür. Kann man sicher mal gebrauchen. Ah! Den kenne ich doch irgendwie noch, ne? Das sind doch die muss man doch hauen. Gibt doch immer geile Scherben. Was gibst du? Ein kruder Edelstein.
Alter, kann ich den hier von hier? Nee, leider nicht. Oh, wie gern würde ich ihn hier einfach cheesen mit dem Magierstab. Schön ins Gesicht ballern. Da ist auf jeden Fall... Oh, oh, da ist doch schon wieder so ein Dicker. Da runter zu gehen. Ja, aber da vorne weitergehen ist auch nicht so geil. Ach, da unten ist der Typ ja eben rumgelaufen. Oh Mann. Ihr seid aber auch wirklich unnachgiebige Stalker-Boys. Völlig zu Recht. Verendet. Okay, jetzt brauche ich aber dringend mal Energie. Schwierig, schwierig, schwierig. Der soll mich natürlich nicht sehen. So, ich will irgendwo hinrennen, wo der mich nicht sieht. Ja, da vorne, ach, ist nur eine Leiche, ne? Okay, die... Könnte ich halt runter, ja, aber komme ich dann auch wieder hoch? Komme ich denn hier wieder hoch, wenn ich das einsammle? Ist das eine Treppe? Ach, das ist eine Treppe. Okay, sorry. Habe ich nicht gesehen, dass das eine Treppe ist. Was so gut versteckt ist, muss ein geiles Item sein. Natürlich, war ja klar. Was? An jeder Scheißecke ist so ein Arschloch. Bom, 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 ich zeig dir mal Feuer. Da kann man sich bestimmt so... Ah, von da oben muss man dann runter, okay. Scheiße! Yeah.
Okay. Ich bin ganz schön angespannt. Das ist, ich will nicht verlieren. Also ich will nicht sterben mit so viel Seelen und so weit weg. Aber das ist doch ganz sicher eine Abkürzung, oder? Zu irgendwas. Nee, was? Kann ich nicht machen? Was kann ich nicht machen? Ah, okay. Nach oben. Da ist auch eine Tür, das ist sehr gut, das ist eine Ablenkung, eine Abkürzungstür, gehe ich mal stark von aus. Oh oh. Nein! Oh, nein. Ah, okay, die Ecke. Okay. Muss ich da hoch? Nein, da oben ist jetzt nichts mehr, ist ja nur eine Abkürzung. Okay. Aber heißt das jetzt, dass ich da oben... Jetzt muss ich gerade überlegen. Wo kann ich denn jetzt am besten speichern? Soll ich da oben speichern oder lieber zurück? Ich kann doch nicht hochgehen, da sind doch überall noch jetzt Monster. Die sind doch jetzt alle da, ich habe ja gar keine Energie mehr. Guckt euch das doch mal an, was hier alles ist. Nee, nee, nee. Manche sagen, es wäre oben besser. Ja, scheiße, sag ich dazu. Dieser Drecksdödel da oben. Ich kann den nicht mal sehen, das ist das Problem. Ich sehe den nicht von hier. Ich kann nicht anvisieren. Da. Geht aber nicht. Ich probiere es mal anders so. Ja, Mann! Was? Na gut, immerhin ist er weg. Jetzt steht er da einen Stockwerk tiefer. Ja, erstmal runterholen die Leute. Komm mal her, ich habe einen Knochen für dich. Trick! Der Knochen war dein eigener. Tja, hättest du gern, ne? Habt ihr es gesehen? Wie knapp ich noch einen abbekommen habe? Was? Nein! Warum konnte ich das nicht speichern? Absolute Frechheit, was hier gerade passiert ist. Habt ihr es mitgekriegt? Das muss verboten sein. Oh, danke, SKNOR13. 10 Abos zu verschenken ist sogar sehr erlaubt. Aber guckt es euch an. Immer noch, wo, aber wo ist denn jetzt mein Shit? Da. Oh. Okay. Jetzt muss... Ah nee, warte, hier wollte ich ja hin. Hier bin ich ja richtig, hier bin ich ja genau richtig. Kann ich nicht, habe ich nicht schon genug, warte mal, kurz gucken, was habe ich denn für ein Level? Habe ich nicht schon genug für ein Level? Oh, Moment, das könnte reichen. Ja. Moment, ich gucke lieber nochmal ganz genau nach. Hier, 1600 benötigte Seelen, ich habe genug. Habe genug Seelen.
Hammer. Ist das Spiel jetzt schon durch? Das sind also diese Speedruns. Ja, alle freuen sich schon die ganze Zeit auf irgendeinen krassen Bossgegner. Da werde ich wahrscheinlich auch gleich noch landen. Ob ich den dann schaffe, ist wieder was anderes. Wir haben ja noch knapp eine Stunde. Oh, und ihr sagt völlig richtig, ich habe ja auch noch ein paar Seelen auf Tasche. Seelenchecks habe ich tatsächlich, ja. Machen wir kurz mal einen hier. Ja, Vitalität ist nie verkehrt. Vitalität, Klitschko. Jetzt muss ich nur noch... Was wollte ich? Ach, genau die. Kann ich einfach alle benutzen? Dazu muss ich die, glaube ich, mir in mein Inventar legen, ne? In so eine Quick-Use-Slot. Ja! Geil! Wahrscheinlich reicht das nächste Mal gar nicht, die nächsten Seelendinger brauche ich gar nicht, ne? Was ist das? Schwindende Seele, die bringt nicht genug. Kleine Menge reicht nicht. Was haben wir hier noch? Reif, Lebewohlkristall, alles nicht so wichtig. Okay, dann habe ich ja jetzt schon wieder genug, oder? Habe ich jetzt genug? Ach, komm, ein Dödel, ey. Ein dämlicher Dödel fehlt noch. Okay, dann mache ich das auf die Art. Guckt's euch an. 50 nur. Absolut lächerliche Seele. Wessen Seele war das denn? Das muss ein Influencer gewesen sein. Alter, ich muss original nochmal machen. Ich glaub's ja nicht. Bin ich schon so stark, dass diese kleinen Seelen mich nicht mehr zufriedenstellen? Wie schnell war ich doch wie tief gesunken? Ich konnte die Gefahr riechen, die sich mir... Ja, und so weiter. Aufsteigen, der kleine Kretschmorowski-Aufsteiger. Alles auf Vitalität. Verkaufen ist auch eine gute Idee. War hier nicht irgendwo, da ist doch der Typ, ne? Kann ich hier meinen Kram verkaufen oder hier? Ich guck mal. Ah, der kann gar nicht, ne? Der kann, also dem kann ich schon mal nichts verkaufen. Hier, die alte Dame. Die sieht aus, als wäre die nicht mehr so richtig frisch. Der kann ich vielleicht meinen ganzen alten Scheiß andrehen. Jawoll! Wurfmesser, Brand... Also Wurfmesser brauche ich ohne Scheiß nicht. Das ist super, super gut. Kiefer hat es sogar sehr, sehr wichtig manchmal, um meine Waffe einzublitzen. Ja, kann man machen, ne? Braucht man aber auch nicht. Da weiß ich nicht... Kann ich damit jetzt meine Waffe verstärken? Aber dann warte ich lieber auf eine andere. Da warte ich lieber auf eine andere Waffe. Ach, die kann ich verkaufen. Nee, das will ich nicht. Das will ich verkaufen, genau. Das Langschwert verkaufen, das Ding verkaufen, das Ding verkaufen. Kann ich das benutzen? Der Rapier? Ah, warte mal, ist der nicht. Das ist ja lustig. Der Rapier ist eigentlich genau dasselbe, nur ein bisschen mehr physischen Schaden. Okay. Guckt's euch an, oder? Wo ist denn da der Unterschied? Bisschen mehr Schaden, ein bisschen schwerer. Kritisch auch ein bisschen höher. Und dafür Attributsbonus, ein bisschen weniger mit Geschicklichkeit skalierend. Ja, ich muss den nehmen. Den verkaufe ich. Den verkaufe ich. Den verkaufe ich. Und den wechseln wir gleich. Kettenbrecher gegen Rapier. Stärke 9 und Geschicklichkeit 14. Also den Bogen oder die Armbrust könnte ich irgendwann tatsächlich mal benutzen. Aber die Armbrust lasse ich erstmal. Oh, könnt ihr eigentlich mal aufziehen, ne? Ja. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Kann ich endlich mal... Moment. Echt? Dieser alte Lappen? Na gut, dafür ist der hier besser gegen andere Sachen. Na gut, nee, komm, verkaufen wir.
Okay, so. Jetzt wollte ich meine Sachen schnell nochmal wechseln und dann nochmal den Rest verkaufen. Vielleicht habe ich mittlerweile schon wieder eine Fat Roll auch gehabt. Steckt doch noch 2 Level in Stärke und dann das Langschwert. Okay, ich habe ja noch keine, noch habe ich nicht genug Power für das Langschwert, aber ich werde mir jetzt als nächstes Stärke holen. Mir haben jetzt mehrere Leute gesagt, kein Stärke. Ist immer so ein bisschen schwierig, der eine sagt das, der andere sagt das. Moment, so, Ausrüstung. Okay. Und da behalten wir das Ding. Bogen und so kann ich ja eh noch nicht benutzen, ne? Da wollten wir mal gucken. Besser. Besser. Gleich, beziehungsweise gar nichts. Und hier Ringe, habe ich noch irgendwelche Ringe? Nee, das war's schon. Kann man eigentlich mal in den Schnellzugriff packen, finde ich. Ist auch nicht verkehrt, ne? Auch nicht verkehrt. Brandbomben, dann auch mal hier das Kiefernharz, kann man schon machen. Vielleicht sogar so ein Homeward Bone. Gucken wir mal. Okay. So, jetzt wird noch einmal was verkauft. Okay. So, jetzt brauche ich nicht mehr viel. Kann ich jetzt nicht nochmal einfach nur irgendwo noch ein bisschen Seelen holen? Nur mal ganz schnell nochmal, wie viel brauche ich? Oh, 2,1. Sehr gut, ist schon wieder stark gestiegen. Das ist die Inflation, Leute. 7% im Dezember. 7% Seeleninflation. Okay, was? Oh Gott, wo war es? War es hier oder was hier? Warum sind da eigentlich so komische Symbole? Was zeigen die Symbole hier da rechts? Weiß ich nicht. Okay, hier geht's weiter. Kurze Erklärung, ich will auf jeden Fall Zauberer und Nahkampf spielen. Also ich will beides machen. Ich will mich nicht nur auf eine Sache. Ich will zumindest Zauberer und Nahkampf zusammen auf einem guten Mittelwert haben. Da wäre ich schon happy. Was? Ich dachte, hier geht's runter. Moment. Bin ich jetzt hier den falschen Weg gegangen? Ich bin den falschen Weg gegangen. Macht's gut, ihr Trottel! Die Symbole zeigen die Spieleaktivität. Heißt das, also jetzt geht's da um den Online-Modus oder geht's da um. Also wie aktiv ich war in diesem Level? Oder das verstehe ich noch nicht ganz. Okay, hier bin ich hergekommen. Ist hier vielleicht noch ein anderer Weg? Okay, jetzt raff ich sie erst. Das ist ja auch ein ganz anderes Moveset. Das habe ich gar nicht so richtig gecheckt, um ehrlich zu sein. Dass das so krass anders ist. Ich habe mich nur gewundert, warum sieht das so weird abgehackt aus. Jetzt muss ich mich erstmal daran wieder gewöhnen. Komm, nochmal. Stich! Blech. Weg vom Schwert! Hier kann man nicht lang. Hier auch nix, hier auch nix, hier auch nix. Ich könnte natürlich den Typen unten mir langsamer schnappen. Der da so groß flächig rumgelaufen ist. Aber der ist natürlich schon sehr stark. Vielleicht gucke ich doch erst nochmal, dass ich meine Stärke ein bisschen auflevel. Aber ich muss sagen, der Typ hier an sich, muss man doch mal mit dem kämpfen können. Aber ich hab nicht das Gefühl, dass das gut, dass ich mich darüber freuen kann, dass ich den irgendwie schaffe. Hier ging es noch weiter, genau. So war's. Da geht's weiter, okay. In weitem Abstand gehe ich um diesen Eingang.
Kleine Erwähnung an der Stelle, weil natürlich auch mitgekriegt habe, dass das, was ich gerade im Moment viel häufig mache, nämlich Project Zomboid, jetzt nicht für jeden ist. Ich weiß nicht, ich habe mich da gerade so in diese Welt des Rollenspiels verloren und ich weiß, das gucken jetzt nicht alle so gerne. Es guckt auch nicht jeder immer zu. Die Views gehen auch durchaus eher mal in den Keller, wenn ich das anmache, aber es ist richtig geil, es ist ein tolles Spiel. Ich habe es ja jetzt erst entdeckt. Ich bin aber jetzt auch mit der Staffel durch. Am Ende der Woche findet der letzte Inhalt zum Thema Zomboid statt, quasi die letzte Folge. Und da passiert einiges, da gibt es richtig geil nochmal. Also ich kann euch sehr empfehlen, wenn euch das Ganze nicht interessiert hat, wird es auf jeden Fall nochmal sehr spannend am Sonntag. Da weihen wir nicht nur die Todesarena ein, da gibt es auch einen Kampf von Röder und Herbert gegen andere. Und es wird auch noch einen großen Raid in einem Labor geben. Also es ist sehr, sehr viel geplant. Ist mal ganz nett. Mir persönlich gefällt es super, aber ich verstehe auch, dass nicht für jeden ist. Heißt jetzt aber auch nicht, wie willst du denn bitte Zauber blocken? Heißt aber auch nicht, dass wir das jetzt noch wochenlang weitermachen. Es war schon eine Woche länger als geplant. Durch technische Probleme mussten wir es ein bisschen verzögern. Aber jetzt läuft alles. Und wie gesagt, es war eine große, tolle Erfahrung für mich. Und ich bin gerne auch bei der nächsten Staffel dabei. Oder nutze die gewonnenen Rollenspielerfahrungen, um mal sowas wie GTA zu machen oder so. Also ich bin durchaus in Zukunft auch für Roleplay zu haben. Habe ich gemerkt, dass mir das richtig Bock macht. Aber wir sind dann auch durch. Wie gesagt, ich will nur, dass ihr wisst, wir wissen, dass es ein bisschen Überhand genommen hat. Aber es war halt auch geil. Hat Spaß gemacht. Shit, Ausdauer. Ist ein echtes Problem bei mir. Okay, den da werde ich jetzt erstmal nicht bekämpfen. Da warte ich lieber erstmal ab. Jetzt kommt er wieder hier lang, ne? Ja, also ich muss jetzt muss ich, glaube ich, erstmal aufleveln. Und jetzt fange ich auch mal an, Stärke aufzuleveln. Ob da unten ein Platz ist oder hier oben, ich weiß noch nicht genau. Lass mich doch bitte in Ruhe. Ja, es ist doch ein relativ weiter Weg da hoch, muss ich sagen. Na toll, hier schaffe ich es doch noch weniger. Shit. 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 Jetzt weiß ich überhaupt nicht, was ich, wo ich jetzt am besten. Ich will halt speichern, das ist eigentlich so mein Ziel. Und ich habe natürlich jetzt überhaupt keine Energie. Könnte ich nicht hier links hoch noch irgendwie? Ach ne, hier war ich ja schon. Dann hier durch. Nee, okay, hat nicht funktioniert. Was ist denn jetzt passiert? Bin ich auf das Schwert gefallen? Nee, ich habe einfach den ein paar Meter zu hoch. Scheiße. Ja, dafür habe ich ja die Homeward Bone. Ihr habt völlig recht, der Knochen. Den habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Obwohl ich ihn doch im Rucksack habe. Naja, ist auch nicht schlimm. Fallschaden ist immer der lustigste Tod.
Greif an! Okay, es wollte nicht klappen. Ich muss natürlich die verschiedenen Timings auch erstmal lernen. Ich raff's nicht. Mach! Okay, ich krieg ihn nicht. Darf man eigentlich mehrfach... Darf man dem jetzt mehrfach den Speicherplatz benutzen, sozusagen? Und dann einfach trotzdem noch meinen Kram holen? Weil dann würde ich jetzt echt nochmal zurückgehen und das noch einmal neu machen. Weil ich jetzt gerade durch dieses Training habe ich natürlich extrem viel verloren. Das ist ja eine Hinterhältigkeit. Unfair, schreit er. Also, wirklich. Jetzt hole ich mir aber meine Seelen auch wieder. Ja, die Frage war, ob ich das einmal machen kann oder eben mehrfach. Das will man gar nicht haben, ne? Oh nein, ist der jetzt auf dem Aufzug? Der ist jetzt auf dem Aufzug, oder? Nee, gut. Ach, guck mal, da liegt er rum. Da geht's also noch eine Etage tiefer. Das ist ja interessant. Also wenn ich jetzt... Nee, oder? Da ist Ende. Der liegt nur da rum, weil er kann, weil er's kann. Okay. Hat er mich übersehen? Ja. Irgendwas ist da. Ja, geil. Endlich habe ich mal. Jetzt, man fühlt sich dann ja immer so ein bisschen sicherer. Sobald man seine Seelen wieder hat, weiß man, okay, jetzt kann erstmal nicht mehr so viel passieren. Ich muss nicht mehr so angespannt sein. Ich würde so gerne, wie komme ich da hin, ey? Wie komme ich da hoch? Komme ich da durch? Nee, ne? Da kann man nicht durch. Muss man von der anderen Seite kommen und dann hier so draufspringen auf den Typen. Okay, jetzt frage ich mich gerade. Wo wollte ich denn gerade hin? Da lang wollte ich nämlich eigentlich. Ja, ich hole jetzt noch ein bisschen Seelen und dann benutze ich mal den Homeward Bone. Und mach den mal ein bisschen nützlich. Okay, nee, wir wollen keine zwei. Einer ist alleine schon schwer genug, glaube ich. Na toll. Mann! Halt doch mal! Warum kannst du plötzlich so gut blocken? Ha! Tja! Wer nicht zwischen zwei Säulen hindurchgehen kann, ist dazu verdammt, zur Säule zu werden. Okay, den habe ich mit ein bisschen Glück habe ich den noch erwischt. Da muss ich jetzt echt langsam aufpassen.
dass ich mir jetzt nicht meine ganzen... Ah, könnte man eigentlich auch mal ein paar Brandbomben benutzen. Komm, probieren wir mal. Oh, oh, oh. Da sind schon einige von denen, muss ich sagen. Die kriege ich gar nicht alle in einem Abwasch. Hier waren wir schon. Soll ich da unten mal lang? Ich glaube, ich gehe da mal unten lang. Ich war gerade verwirrt von diesem Geistersegment und dachte, da ist jemand hinter mir. Und hab schon voll, war schon bereit, jetzt von hinten einen zu kriegen. Und dann war es doch wieder ganz anders. Mann, die halten ja doch viel aus. Mehr als ich gedacht habe, um ehrlich zu sein. Was? Hast du dich geheilt? Seit wann darfst du das denn? Du bist doch NPC, du bist doch hier einfach Feinddödel Nummer 1, 18B. Wer hat dir denn überhaupt so ein Estus gegeben? Hast du den überhaupt verdient? Absolute Frechheit, meiner Ansicht nach. Oh, wenn das mal, ja, das sieht aber einladend aus. Wenn das mal nicht ein krasser Bossgegner gleich ist, zu dem ich nicht gehen werde. Aber da muss ich hin, ne? Da muss ich hin. Ich denke erstmal an meine Seelen. Kann man denn da drin speichern? Ich würde mich nicht wundern, wenn ich da jetzt einfach speichern kann irgendwo. Das sieht aber auch schon wieder aus wie ein Endboss. Die ist doch garantiert ein Endboss. Nee, 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 nicht mit dem Commander. Feuerbandschrein, schön aufleveln. Da ist sie. Welcome home, speak. Aufsteigen will ich. Immer nur aufsteigen. Ich komme immer nur zu dir, um aufzusteigen. Stärke. Machen wir nochmal einmal Stärke. Ist jetzt vielleicht nicht das Allersmarteste, aber ich muss meine Kräfte auch mal irgendwie erhöhen. Ich habe das Gefühl, wenn ich da steche, bringt es gar nicht viel. Benötigte Seelen. Okay, kann ich irgendwas noch machen? Wird eng. Also mehr als eine werde ich jetzt nicht kriegen, selbst wenn ich nochmal meinen ganzen Schrott verkaufe, glaube ich. Ich werde es trotzdem machen. Der bringt mir nicht viel. Hier noch, hier noch, hier noch das Ding weg. Okay. Wie viel habe ich? Nicht genug. Was ist bei dir, Digga? Kannst du mir irgendwas machen? Brauche ich das? Nee, nix geht kaputt bei mir. Ich sterbe ja auch ständig. Flakon habe ich noch keine Scherbe, ne? Scheiße. Okay, und verstärken wollen wir aber die Waffe jetzt nicht? Oder? Wollen wir die Waffe verstärken? Was meint ihr? Mit einer kleinen Titanscherbe? Ne, mit einer kleinen Titanscherbe? Mit einer kleinen Titanscherbe? Will ich verstärken? Ah, ich trau mich nicht. Okay. Achso, ich muss ja gar nicht laufen. Ich kann ja... Ich
muss sagen, ich bin nicht begeistert von dem Moveset, von dem Rapier, auch wenn ich das schnelle stechen mag, aber ich habe noch keine... Also das hat nicht so diesen Schwingschwung, ne? Das hat irgendwie nicht dieses Feeling, es hat keine richtig schöne Cutter. Aber kann natürlich sein, dass das total gut ist, weil die Reichweite ist ordentlich und er trifft ja auch. Muss ich nochmal gucken, ob ich die irgendwann verbessere, aber jetzt erstmal nicht. Okay. Jetzt rennen wir durch in der Hoffnung, unten beim Endgegner zu landen. Falls es noch irgendwo quasi was gibt. Wo ich speichern kann, also rasten, könnt ihr mir das natürlich gerne sagen. Erst nach dem Boss. Ah, shit. Ah, shit. Jetzt sagt jemand, ich soll zweihändig kämpfen. Das wäre natürlich schon geil, wenn das jetzt richtig gut funktioniert. Aber ich habe mich auch ein bisschen dran gewöhnt schon, dass ich ein Schild habe. Ich meine, hier reichen jetzt 3 Schläge. Müssen wir mal gucken, ob das... Das jetzt beim Gegner zweihändig ist Y. Ach, wie? Ach, man kann ja einfach so... Das ist zweihändig. Ich verstehe. Na, warum kommt ihr denn nicht rein? Was ist hier schon? Die alte, kaputte Tür hier. Vielleicht passiert hier auch gar nichts. Okay. Wir haben noch knapp eine halbe Stunde. Oh, wie geil, der Nasenmann. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Der hat so einen richtig schlimmen Kolben. Erstmal gucken, was so ein Seelenfall bringt. Gar nicht so wenig. Nein! Okay, renn! Hat bei weitem nicht so viel gebracht, wie ich gehofft hatte. Was ging jetzt ab, Alter? Ah, wenn da jetzt nicht irgendwas Krasses kommt. Okay. Feuer, Feuer, Feuer. Power, 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 mein Freund. Nein! Das darf nicht sein. Das darf nicht so enden. Schluck die Energie. Nein! Oh, shit! Ja? Der Wort! Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Okay. Ich verstehe, wie das hier läuft. Oh shit, ey.
Ist der klassische Fehler, ne? Das ist jetzt überhaupt nicht cool. Das ist sogar noch weniger cool. Warum habe ich eigentlich jetzt so wenig Estos gerade? Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht eben? Müssen wir nochmal gleich gucken. Jetzt muss ich nochmal hochfahren. Mit super wenig Energie. Ja, vielen Dank. Oh, nee. Das war der falsche Estos, ne? Okay, jetzt. Okay, so. Wir machen das nochmal. Ach, ich habe gerade Magie getrunken. Kann das sein? Ich habe gerade den falschen Estos getrunken, ne? Das ist ja lustig. Guckt's euch an, der Simon, der weiß ja nicht mal, was blau und rot ist. Ey! Ey! Nicht okay! Nicht okay! Nein! Das waren jetzt schöne 250 Seelen, 2500 Seelen, ne? Das ist voll traurig. Alles nur, weil ich hier den Schalter nicht gedrückt habe. Alter, der wollte mir doch schön den Haarschnitt geben. Aber nicht mit Mr. Nasenmann. Naso nennen sie ihn. Durch den Nebel. Nun sind wir wieder zusammen. Jetzt versuche ich es mal mit dem Rap hier. Das war zu viel. Ich dachte halt nicht, dass der... Nein, 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 nein. Oh, gut, zum Glück ist er gerade in die falsche Richtung. What? What? What?
Mit einem! Unfassbar. Absolut unfassbar, aber ich glaube, ich habe es verstanden. Der Typ ist also einer, wo du nah ran musst, wo du ganz von vorne hauen musst. Am Ende ein bisschen die Magie ist jetzt nicht schlecht. Aber jetzt gerade... Oh, ich habe schon wieder vergessen. Das gibt's doch nicht. Ja, komm. Nee, nee, du musst da die Treppe hoch. Ja, ja, genau. Ganz oben ist er, da habe ich ihn auch gesehen. Tusch. Sponzo. Sponzo. Ja, das Problem jetzt eben war eigentlich nur, dass ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass diese Erfrierung mich sofort instant tötet. Ich dachte einfach, da kriege ich maximal ein bisschen Schaden. Ich habe den Schalter schon wieder vergessen. Oh oh. Ja, okay, merken wir uns nur zweimal. Mann, ich sehe doch gar nichts hier. Ja, okay, das war aber auch echt ein schlechter Anfang. Da habe ich schon einen zu viel mitbekommen beim Zauber. Ärgerlich, super scheiße. Das hätte echt. Schon beim ersten Mal hätte ich ihn schaffen können. Und jetzt bin ich schon beim dritten Mal. Das ist immer so traurig, deprimierend, wenn man irgendwie das Gefühl hat, Mann, jetzt habe ich die Chance vertan, das einmal richtig gut zu machen. Aber jetzt kann ich nur noch hoffen, dass die Demütigung nicht zu schlimm wird. Shit. Okay, das war zu früh runtergesprungen. Das ist wirklich ein dummes Arschloch, oder? Komm, hau mich tot. Das ist doch wirklich einfach nur noch ein dummes, dummes Arschloch. Warum hab ich denn Ausdauer, um einmal die Treppe runterzulaufen? Und der kann mir hier mit 3 Schwingern, 4 Schwingern, 10 Schwingern, nobody fucking cares. Der schwingt wie ein völlig Wahnsinniger. So, jetzt mache ich ihn. Jetzt ist es wirklich soweit. Also, am Anfang nur 2-mal Magie, dann einfach nah ran und immer schön in den dicken Wanst stechen. Das ist nicht schwer, er ist wirklich einfach. Ja, und vielleicht sollte ich... Ja, vielleicht sollte ich... beidhändig kämpfen, damit die Schläge ein bisschen härter sind. Das habe ich eben natürlich nicht gemacht. So, wenn jetzt diese Rennscheiße kommt, da weiß ich noch nicht ganz, was man da von mir erwartet. Außer halt natürlich sterben und abhauen.
Ah, jetzt muss ich Energie, jetzt brauche ich Energie. Ich hab nicht mal mitgekriegt, wann er die gemacht hat. Scheiße. Das war jetzt einfach zu hektisch. Das war zu hektisch, zu unkoordiniert, aber da waren viele gute Sachen auch dabei, finde ich. Allen voran, als ich ihn getroffen habe. Dieser Moment, der war ganz gut. Ich hasse euch so sehr. Euch beide finde ich wirklich von allem am niederträchtigsten. Komm. Ist eh egal. Jetzt ist eh alles egal. Okay, das ist super dumm. Das ist wirklich dumm. Aber ich wollte ja auch, jetzt wollte, gerade wollte ich auch nicht mehr. Okay, jetzt wird schon langsam eng, weil ich habe noch eine halbe Stunde und dann muss ich auf jeden Fall, also vorher schon aufhören. Ja, komm jetzt, die blöden 200 Scheißdinger. Kannst du dir auch wirklich in deinen verfickten... Okay. Es ist doch wirklich nicht so schwer. Ich habe es jetzt 100 Mal schon richtig gemacht. Warum muss ich es denn immer noch mal falsch machen? Und beim nächsten Mal schicke ich natürlich den Aufzug wieder hoch. Diesmal mache ich es richtig. Also ich muss sagen, das war gerade richtig interessant, hinter ihm zu bleiben. Wenn er diese Eisnummer macht, da kannst du ihm ja richtig einen beigeben. Ich bin mir nicht sicher, ob zweihändig... Also ihr seid euch sicher, dass das zweihändig besser ist. Weil ich hatte das Gefühl, dass ich nicht so viele Schläge anbringen kann wie sonst. Aber vielleicht kann ich mich auch geirrt haben. Ich habe original schon wieder vergessen. Das gibt's doch nicht. Ja, klar. Why not, ne? Ja, Alter, ihr kotzt mich auch nur noch an heute. Ich hasse euch. Ihr seid absolut unerträgliche Kotmampfer. Jetzt aber. Das Geile ist, es liegt trotzdem wieder unten, ne? Ich werde nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr gebacken. Okay. Vielleicht habe ich auch schon die magische Grenze der Zeit, die man dieses Spiel am Stück spielen sollte, überschritten. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Guckt euch doch mal die Schuhe an. Kann man einem Mann mit solchen Schuhen überhaupt irgendwas abschlagen? Den Arm oder so, aber nicht einen Wunsch. Jetzt holen wir es uns. Da habt ihr gedacht, ne? Der dumme Simon. Nee, so doof bin ich nicht. Warum geht denn das jetzt nicht? Achso, weil ich hier... Oh Mann, alles hat sich gegen mich verschworen. Schalter, Walter und der Endboss. Komm schon, Mike Krieger. Okay, jetzt holen wir uns die Scheiße, Leute. So, das waren zweimal. Umgeschaltet auf einhändig. Ich muss mehr Geduld haben.
und jetzt? Ich sehe nichts. Okay, man darf auch nicht trinken. Mehr Ausdauer. Nein! Nein! Fort! Du Forts! Du elender, verfickter, kleiner... Du Schweinesau! Nein! Ich hätt's nur noch, ich hätt's fast gehabt, Mann. Ich weiß, das ist die Gier. Ich war fast da. Bin fast da. Hat er gar nichts gebracht? Zu früh. Jetzt kriege ich es gerade wieder nicht hin. Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich mache jetzt noch einen letzten Versuch. Es tut mir echt leid. Das ist jetzt der letzte Versuch. Ich hätte den eigentlich schon längst. Beim ersten Mal hätte ich ihn schon haben können. Stattdessen eier ich so rum, ey. Und ich habe original den Lift vergessen. Ich habe schon wieder den Lift vergessen.
Und du hast vergessen, die Treppe hochzugehen. Es wird ja immer besser, ne? Ja, komm! Immer wenn ich denke, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Näschen her und dann plötzlich geht es viel, viel weiter wieder. Das klang gerade, als meine ich Koks, aber ich meine immer dann, wenn ich seine Nase sehe, dann muss ich lachen. Okay, das wird jetzt echt mein letzter Versuch. Es wird ein bisschen peinlich, wenn ich es nicht schaffe, aber dafür haben wir nächstes Mal umso länger daran zu arbeiten. Und es ist doch wirklich nicht so schwer. Jetzt mal ernsthaft, Leute. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, dass ich das jetzt immer noch nicht geschafft habe. Nee, bringt gar nichts. Okay, geil. Alter, und ich habe den Schlüssel, den Lift schon wieder vergessen. Es ist wirklich... Ich merke richtig, wie die Konzentration, wie so ein Eimer mit so einem Loch einfach... Es ist vorbei. Der Eimer ist leer. Das Spiel macht es einem echt schwer, mal in Ruhe irgendwo Energie zu tanken. Ich verliere die ganze Zeit meine Energie dadurch, dass ich die Estus-Flaschen nicht richtig nehme. Ich versuche das schon hinter ihm zu machen, aber wenn ich es hinter ihm mache, aus irgendeinem Grund macht er entweder einen Rundumschlag oder er rennt weg, genau. Na komm, renn nochmal, da kann ich dich nämlich schön an der Wand. Nimm! Na, war klar. Einschlag! Einschlag! Ein verdammter Schlag! Komm, einmal versuchen wir es noch! Aus irgendeinem Grund ist er oben. Na gut. Das muss jetzt echt. Das muss jetzt gehen, Leute. Blitzschaden hat nämlich echt gut reingeknallt. Diesmal gebe ich ihn mir auch schon direkt von Anfang an. Ach ja.
Okay, so. Nee. Ein noch. Und so wurde das Erbe zerstört. Und die Seele von Wort vom Nordwindtal vereinte sich mit meiner Seele, die ohnehin viel besser war. Ja, geil! Hinfort! Das Schöne ist, ihr könnt jetzt alle Memes, die ihr kennt, Wortspielereien, all den Kram könnt ihr nochmal benutzen, weil ich weiß das ja alles nicht. Das war nice, das war richtig gut, auch von mir, aber von euch auch, denn ihr habt es auch gut gemacht. Ihr wart nicht schlecht. Dafür, dass ihr mit mir gespielt habt, war das nicht schlecht. Ja komm, gib nicht an, Simon, das war schrecklich, 3-1. Das ist genau der Salz, den ich im Chat erwartet habe. Ihr wollt es nicht wahrhaben. Wie gut kann er nur sein? Ich dachte, ich kann hier ein bisschen lachen. Stattdessen muss ich Fs in den Chat hauen. Das ist aber peinlich. Hoffentlich merken das meine Freunde nicht, dass der Simon ja doch gut ist. So, wir reisen jetzt nach Hause. Und dann machen wir kurz Pause. Und dann spielen wir Rainbow Six Extraction. Zusammen mit Wirt und oh Mann, crispy, crunchy. Eine von diesen Geschmacksrichtungen. Und dann gucken wir mal. So, die Waffe ist nicht gut, ich höre es. Ja, ja, ich hole mir eine neue Waffe. Alles gut, alles gut, alles gut. So, die ersten wollen mir schon sagen, dass ich nicht arrogant werden soll, aber da erkennt ihr mich nicht. Da haben wir offensichtlich nicht viele Jahre aneinander vorbeigelebt, möchte ich fast sagen. Ja, komm, einmal noch stärker, damit Stärke wenigstens zweistellig ist. Jetzt habe ich da aber auch von dem alten Sack die Seele, oder? Kann ich nicht die auch nochmal benutzen? Hier, da, Riesenseele, Seele von Nord. So, jetzt könnt ihr mir mal sagen, soll ich die jetzt essen? Oder braucht ihr die noch für irgendwas? Bauhammer mit Bossseele. Extraction is lame. Nein, wegen deiner Überheblichkeit leben wir dich alle. Nein, stopp. Okay. Halt, stopp! Okay, bei ihr kann ich das nicht. Dann mache ich das hier. Bloß keine Bossseelen essen. Okay. Lagerkiste. Da kann ich doch die Seele reinlegen, ne? So, wo ist denn mein anderer toller... Ah, da ist Uchigatana. Uchigatana! Hodimakoto! Sokoto! 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 Okay. Jetzt speichere ich. Habe ich ja schon, ne? Okay, geil! Simon K. Wunderbar. Einfach so den härtesten Gegner im Spiel gelegt. Beim ersten Mal. Woo! Simon K. Das K steht für genial. Okay. Vielen Dank. Erstmal. Jetzt machen wir kurz Werbung und dann werde ich mir die Leute schnappen, mit denen ich gleich dann jetzt eine Runde Rainbow Six spiele. Wenn ihr jetzt sagt, na, ich will aber lieber, dass du das weiterspielst. Ich werde es ja weiterspielen. Allerdings eben nicht jetzt, heute und gleich, sondern dann, wenn... kann ich hier einfach auch rausgehen? Ne? Kann ich einfach rausgehen. Dann, wenn es wieder mal Zeit ist dafür. Wenn ich irgendwo mal wieder 3-4 Stunden habe. Ich habe das auf jeden Fall vor, jetzt regelmäßig zu spielen. Es macht mir mega Bock und ihr seid ja auch nett und lieb und so. Insofern will ich das noch weiterspielen.
Jetzt aber, wie gesagt, mache ich erstmal das, was ich versprochen habe. Das war hier so ein bisschen spontan, muss ich sagen. Ich hatte heute noch ziemlich viel Zeit, dachte mir, ach, dann trägst du doch mal Dark Souls ein, fängst du mal an damit. Und wer hätte gedacht, dass es euch und mir so viel Spaß macht. So, jetzt will ich hier wieder raus. Geht nicht. Moment. Spiel verlassen. So, gleich geht's also los mit Rainbow Six Extraction. Guckt's euch an, ist ein neues Spiel. Ist gar nicht so schlecht. Mir hat's eigentlich echt bisher viel Spaß gemacht. Jetzt heute gucken wir uns mal ein paar andere Maps an. Gestern haben wir zumindest viel in New York gespielt. Heute werden wir das ein bisschen ausweiten, hoffe ich. Denn wenn ich die Server aufmache, kann ich auswählen. Und ich habe schon ein bisschen weiter gespielt, also sollte das gehen. So, jetzt aber mache ich hier alles bereit, denn Discord brauche ich auch noch gleich für den Wirt und hol mir mein Handy und frage ihn gleich mal, wie es weitergeht, wo wir uns treffen. Vorher aber schicke ich euch kurz in einen endlosen Werbeloop, der euch hilft, mir hilft und uns allen, uns alle einen Schritt weiterbringt. Vor allen Dingen 3 Minuten. Okay, so, wir sehen uns gleich. Bis dann.